Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Köln ist der Groß. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Verlässlich gestalten, Perspektiven eröffnen, lautet, wie Sie wissen, der Titel des Koalitionsvertrags dieser Legislaturperiode. Er definiert damit zugleich den Kurs der Politik, den CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für diesen Zeitraum verabredet haben. Mit exakt derselben Aussage habe ich meine Rede bei der Haushaltseinbringung zum Haushalt 2015, also vor knapp einem Jahr, hier am Pult begonnen. Und ich wiederhole dies heute, weil es kaum eine andere Vorlage gibt, die besser geeignet wäre, den Nachweis zu führen, ob und wie der definierte politische Kurs eingehalten wird, als es der Haushalt ist. Zum anderen ist es aber auch wichtig, nach dem, was wir von der Opposition, vom verehrten Kollegen Schmidt, gerade gehört haben, nämlich festzustellen, wie letztendlich hilf- und ratlos Sie doch davorstehen und in eine geradezu komatöse Gedankenblockade verfallen sind, nämlich nichts dem, was hier die Regierung von CDU und GRÜNEN anbietet, was wir als Fraktionen mittragen, nichts Inhaltliches dem entgegensetzen zu können. Meine Damen und Herren, da war mal wieder das übliche kleinkarierte Gemäkel, aber keine politische Alternative zur Regierungspolitik zu vernehmen. Ihnen fällt offensichtlich nichts dazu ein. Ihnen fällt nichts mehr dazu ein, außer vielleicht die Forderung nach mehr Geld, was Sie im Wesentlichen für dieselben Zwecke ausgeben, wie die Regierungsvorschläge lauten, aber das Geld nicht sagen, wo es herkommen soll. Meine Damen und Herren, an erster Stelle des Titels der Koalitionsvereinbarung steht übrigens nicht ohne Grund die Verlässlichkeit. Sie nämlich drückt aus, dass wir fest entschlossen sind, das, was angekündigt und vertraglich vereinbart wurde, auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Und deswegen finde ich es erstaunlich, dass wir einerseits immer erleben, dass an den Absichten der Regierungskoalition gezweifelt wird, und andererseits die Behauptung lautet, es muss so eine gefühlte sein, es würde sich überhaupt nichts ändern. Meine Damen und Herren, insbesondere in Richtung Opposition will ich es noch einmal unterstreichen. Ja, wir machen das, was wir vereinbart haben. Wir sind verlässlich, und Sie können damit davon ausgehen, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, in Hessen auch Wirklichkeit teilweise schon geworden ist, und wenn nicht, wir in der Arbeit stecken, das umzusetzen. Deswegen kann man nur raten, beerdigen Sie Ihre Zweifel an der Zuverlässigkeit des Regierungskurses und streiten Sie doch lieber mit uns über die besseren Lösungen für die Probleme der Zeit. Bislang haben wir von Ihnen noch keine Lösung gehört. Die 40 Minuten, die der Kollege Schmidt gerade hier vorne gestanden hat, war auch völlig frei von inhaltlichen Vorschlägen. Meine Damen und Herren, die Anmerkung, irgendwas klappe nicht, es käme zu spät, es sei zu wenig oder zu viel, je nachdem, es käme in der falschen Reihenfolge, am falschen Ort, in der falschen Farbe oder werde von den falschen Leuten erledigt, das alles kann man erzählen, aber ändert nichts für die Hessen und Hessen, für das Schicksal dieses Landes. Und zeigt vor allem bei Ihnen nichts weiter als eine gähnende Leere, was Vorschläge angeht. Auf wenigstens einen realitätstauglichen Vorschlag oder eine Idee dazu könnte doch die Opposition wirklich einmal kommen. Dann würden wir uns, denke ich, alle sehr freuen. Meine Damen und Herren, es ist wirklich ein Trauerspiel. Und deswegen denke ich immer wieder an das wegweisende Wort des großen Franz Müntefering, des Pragmatikers unter den Vordenkern der Sozialdemokratie unserer Tage. Opposition ist Mist. Meine Damen und Herren, diese Klage gibt es doch vor allem deshalb, weil man in der Opposition gehindert ist, das eigene Konzept, den eigenen Plan, die eigene Politik zu verwirklichen. Wenn man aber all dieses, wie unsere SPD hier, gar nicht hat, weder ein Konzept noch einen Plan, ja, dann ist es doch auch nicht der Mist, dass man in der Opposition ist. Denn man hat doch gar keine Vorstellung, wie die Welt in Hessen sich entwickeln soll. Meine Damen und Herren, dann macht die Opposition höchstens Mist.
Sie wüssten in dem Fall, wenn Sie regieren würden, ja gar nicht, was zu tun wäre. Zumindest sagen Sie es uns nicht. Tun Sie das doch einmal. Das wäre doch viel sinnvoller, als immer nur rumzumäkeln. Das würde auch mehr Spaß machen in der Debatte. Deswegen scheint mir an dieser Stelle, hat Franz Müntefering Unrecht, Opposition ist nicht Mist, sondern eher eine Erholungspause für die Sozialdemokratie hier, um Kraft zu sammeln. Denn das Ziel der Regierungsfähigkeit haben Sie leider noch nicht erreicht. Da müsste noch ein ambitioniertes Fitnessprogramm her, denn es liegt noch ein erheblicher Trainingsrückstand vor. Meine Damen und Herren, die Opposition qualifiziert den Haushaltsentwurf 2016 der Regierung in ihren Pressemitteilungen wie folgt. Ich zitiere Stichworte: ohne Ambitionen, perspektivlos, eine finanzpolitische Kapitulation, unambitioniert, ein politisches Armutszeugnis, gestaltungsarm, um nur einige der veröffentlichten Beschreibungen zu nennen. Diese Beispiele stammen nicht alle aus diesem Jahr. Manche sind aus auch dem vergangenen Jahr. Deswegen frage ich Sie, können Sie herausfinden, welche aus welchem Jahr stammen? Oder auch merken Sie einen Unterschied? Die Antwort lautet nein. Lieber Kollege Schmidt, auch nach 10 Monaten vom letzten Haushalt bis heute ist es Ihnen nicht gelungen, dasselbe Gequengel, was Sie abgesondert haben, irgendwie weiterzuentwickeln. Argumente fehlen offensichtlich weiterhin vollständig. Fazit. Es gibt leider keine intellektuelle Weiterentwicklung der Kritik der Opposition. Dies ist sehr zu bedauern. Denn wer so wenig fit ist wie die hessische Opposition, der bleibt halt auch auf der Bank sitzen und kommt nicht ins Spiel. Und es wäre ein munteres Parlament, wenn wir darüber streiten können. Und deswegen scheint aus dem Argumentationsnotstand der Opposition auch herauszuleuchten, dass es bei ihrer Kritik ja überhaupt nicht darauf ankommt, was im Haushaltsentwurf tatsächlich drinsteht. Dass sie ja die Inhalte und das Haushaltsdesign auch überhaupt nicht verstanden hat. Deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich will es noch einmal herausstellen. Die Koalition aus CDU und GRÜNEN steht für eine nachhaltige Haushaltspolitik. Das heißt, wir bekennen uns zur Schuldenbremse, und zwar nicht nur, weil die Verfassung des Landes Hessen sie uns aufgibt, was ja auch von 70% der Wählerinnen und Wähler so bestätigt wurde, sondern auch, weil wir sie inhaltlich für richtig finden, um den weiteren Weg in den Schuldenstaat zu verhindern. Meine Damen und Herren, damit keine Irrtümer aufkommen, das heißt natürlich nicht, dass im öffentlichen Bereich auf alle Zeiten nichts mehr fremdfinanziert werden dürfte. Es heißt aber ganz gewiss, dass wir unsere finanzwirtschaftliche Beweglichkeit wieder verbessern und vor allem auch Vorsorge dafür treffen wollen, dass absehbar das Zinsniveau wieder steigen könnte, eines der Risiken, die der Finanzminister ja auch benannt hat. Bereits im letzten Jahr hatte ich Ihnen bei meiner Rede bei der Haushaltseinbringung dargelegt, wie wir derzeit vom niedrigen Zinsniveau profitieren, aber dabei keineswegs vergessen dürfen, dass dies wirkt wie eine Droge. Zunächst wird der finanzwirtschaftliche Antrag bei niedrigen oder gar Nullzinsen durch billige, einfache Geldbeschaffung versüßt. Die harte Realität wird vernebelt, und alles erscheint in goldenem Schein. Doch dann bringen steigende Zinsen den Kater und die Entzugserscheinung schneller, als man denkt. Und deswegen brauchen wir eine Prohibition beim Schuldenmachen. Und dazu benutzen wir die Schuldenbremse, wenn Sie so wollen, als Dreiklang. Zunächst geht es um die Reduzierung der Nettokreditaufnahme. Da sind wir auf gutem Weg. Das ist die derzeitige Phase. Dann bewältigen wir damit den Schuldengipfel. Und schließlich wollen wir den als dritten Teil den geordneten Abbau der Altverschuldung. Es wäre gewiss eine vollständige Beseitigung aller Verbindlichkeiten des Landes nicht das Ziel. Eine ausgeglichene Bilanz ohne ungedeckten Fehlbetrag, den will ich allerdings als Vision hier schon einmal in den Raum stellen. Ich sage bewusst Vision und nicht Utopie. Aber die Vision wird sicherlich erst in die Realitätsnähe rücken bei der nächsten Generation der Finanzpolitikerinnen. Augenblicklich sind wir da noch weit von entfernt. Meine Damen und Herren, mit dieser Anmerkung bin ich bei Jahresabschluss und Bilanz des Jahres Hessen zum 31. Dezember 2014. Demnächst wird der Finanzminister diesen ausführlich der Öffentlichkeit präsentieren. Die Kerndaten liegen ja in unserem Finanzplan, der mit zur Beratung hier jetzt ansteht, ja bereits vor. Deswegen kann ich Sie auch kurz ansprechen. Es ist wie im vergangenen Jahr das Ergebnis auch der Jahresrechnung 2014.
dass wir mit rund 58,5 Milliarden € Verbindlichkeiten und mit gut 70 Milliarden € an Rückstellung insgesamt sehr viel Negatives, sozusagen Passives, aufweisen müssen, sodass der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in unserer Bilanz mal wieder um 2,85 Milliarden € angestiegen ist. Das zeigt auch, wie weit die angesprochene Vision oder wie nah womöglich sie doch an der Utopie noch liegt. Damit aber niemand aufgrund dieser Zahlen auf die Idee kommt, unser Engagement in der Schuldenbremse als wirkungslos und damit auch als sinnlos zu erachten. Jetzt gucke ich den Kollegen van Ooyen an. Da weise ich darauf hin, dass schon das angesprochene aktuell besonders niedrige Zinsniveau uns an dieser Stelle auch die Bilanz verhagelt. Steigende Zinssätze würden zwar den Aufwand für die Fremdfinanzierung steigern, aber eben auch den Rückstellungsbedarf deutlich mindern. Dennoch, meine Damen und Herren, ist unstrittig, dass die Schuldenbremse dem Eigenkapitalverzehr insgesamt entgegenwirkt und ihn somit auch aus dem Blickwinkel der Bilanz positive Konsequenzen hat. Ohne die Debatte im Haushaltsausschuss vorwegnehmen zu wollen, da werden wir das noch ausführlich auch mit den Wirtschaftsprüfern besprechen, will ich doch die Gelegenheit nehmen, hier fürs Protokoll schon einmal festzuhalten, dass der Gesamtabschluss des Landes zu Ende 2014 wieder einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer erhalten hat. Das ist eine schöne Bestätigung dafür, dass unser Weg hin zur transparenten und umfassenden Ausweisung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach streng kaufmännischen Grundsätzen bei aller Kritik an manchen Detail richtig und erfolgreich war und ist. Übrigens würde ich das anmerken, auch wenn ich einen anderen Namen hätte. Meine Damen und Herren, damit will ich die Kurzbetrachtung der Bilanz verlassen und zum aufgehobenen Finanzplan weiterhin noch kommen. Der Finanzplan ist unter Schwarz-Grün, wie ich auch schon im letzten Jahr darstellen konnte, zu einem nüchternen Planungsinstrument geworden, in dem die Einschätzung der künftigen Entwicklung in quantitativer Hinsicht beschrieben werden. Im Finanzplan finden Sie deshalb weiterhin dargestellt, wie wir den vorgesehenen Abbau der Nettokreditaufnahmen vornehmen wollen. Es bleibt nach heutigem Kenntnisstand dabei, dass wir zum Budgetjahr 2018 erstmals seit Jahrzehnten wieder einen positiven Finanzierungssaldo erreichen. Und wir stellen fest, dass das hessische Allzeitschuldenhoch nach der gegenwärtigen Kalkulation die Höhe von 44,9 Milliarden € nicht ganz erreichen wird. Ich stelle dies hier heraus, weil es quantitativ belegt, was wir Schwarz-Grüne unter Verlässlichkeit verstehen. Wir gestalten die vom hessischen Volk beschlossene Aufgabe des Schuldenabbaus kalkulierbar und nachprüfbar und schieben auch unangenehme Entscheidungen nicht auf die lange Bank. Und dafür müssen wir Kritik, gelegentlich sogar heftige Kritik, entgegennehmen, die häufig auch aus der Enttäuschung heraus formuliert wird, nicht anspruchsgemäß finanziert zu werden. Das ist nicht immer vergnüglich. Aber wir halten das aus, weil wir unsere Entscheidung transparent und damit auch nachvollziehbar und somit begründbar und wir hoffen, bei sehr vielen Menschen auch verständlich zu machen. Meine Damen und Herren, aus dem Finanzplan können Sie entnehmen, wie wir die im Koalitionsvertrag definierten politischen Ziele mit einer Finanzierung hinterlegen und wie wir die unterschiedlichen Bereiche dotieren werden. Damit zeigen wir, wie weit angesichts knapper Ressourcen es gelingt, allen unterschiedlichen Bereichen, soweit das halt in Kombination möglich ist, gerecht zu werden. Allerdings will ich an dieser Stelle nicht verhehlen, selbst wir können nicht zaubern, so gern wir das täten. Eine völlige Neuigkeit für den Kollegen Warnecke, aber es ist so. Der Anspruch wurde vorher anders vermittelt. Ja, vielleicht nur falsch verstanden, Herr Kollege. Deshalb können nicht alle finanzwirtschaftlichen Unwägbarkeiten im Finanzplan bereits einkalkuliert sein, mit denen wir aktuell in den kommenden Jahren konfrontiert werden. In diese Kategorie fällt, und wir haben jetzt ja schon ganz ausgiebig darüber diskutiert, die Finanzierung der Auswirkungen der rasant steigenden Flüchtlingszahlen. Eine Problematik, die auch im Rahmen der Haushaltsdebatte in diesen Tagen natürlich nicht aus dem Auge gelassen werden kann. Beim Blick in den Finanzplan wirken sich diese und andere offene Fragen unter anderem darin aus, dass wir den finanzwirtschaftlichen Handlungsbedarf in den Jahren 2017 und 2018
noch nicht vollständig abarbeiten konnten und deshalb als Globalposition in den Plan einstellen mussten. Der Kollege Schmidt hat es deutlich markiert. Ich hätte es von mir aus auf jeden Fall angesprochen, weil ich sage klar und deutlich, dies halte ich für einen durchaus argen Schönheitsfehler. Ich will da nicht drum herumreden. Es werden alle Bemühungen dahin gehen, das in Zukunft wieder besser zu machen. Nur, dass wir die Situation im Augenblick haben, die wirklich sozusagen in doppelter Hinsicht unkalkulierbar ist, haben ja fast alle Redner auch in den unterschiedlichen Punkten bisher durchaus eingeräumt. Meine Damen und Herren, und wenn ich Kritik übe, wie an dieser Stelle, dann will ich umgekehrt aber auch Lobenswertes herausstellen. Der Finanzplan stellt sich in sehr transparenter Weise der Problematik, dass eben die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen uns nicht bekannt ist und wir aus eigenen Erkenntnissen heraus heute auch kaum sie abschätzen können. Um die Konsequenzen dieser Entwicklung für den Haushalt 2016 und den Finanzplan abgrenzen zu können, werden deshalb, der Finanzminister hat es dargestellt, mehrere Szenarios betrachtet, sodass fortlaufend die reale Entwicklung immer in die Planung eingepasst werden kann und man jeweils schon sieht, wo es enden könnte, wenn sich die jeweils gemessenen Zahlen dann so weiterentwickeln. Und dies bedeutet für den Haushalt 2016, dass seit seiner Verabschiedung im Kabinett er natürlich heute nicht mehr aktuell sein kann und dass wir heute aber auch die zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung durch den Landtag bestehende Situation in quantitativer Hinsicht noch nicht exakt einschätzen können. Und unstrittig sollte sein, auch und gerade nach der gestrigen Debatte und den heutigen Anmerkungen, dass wir jenseits des parteipolitischen Streits uns alle gemeinsam wiederfinden, in dem Bemühen, eine zugewandte, ebenso respektvolle wie angemessene Betreuung der Menschen, die zu uns gekommen sind, um Schutz und Hilfe zu finden. Und unstrittig ist auch, dass wir hierfür ganz viel Engagement ungezählter Einzelner benötigen, aber auch zusätzliche weitere finanzielle Mittel in erheblichem Umfang einsetzen müssen. In finanzieller Hinsicht, und hierüber reden wir ja heute, waren die Anstrengungen des Landes in den letzten Haushalten bereits außerordentlich aus der Sicht eines Finanzers. Denn wann gelingt es denn schon einmal, solche Steigerungsraten in einem Haushalt unterzubringen? Bei anderen Themen sind wir in der Vergangenheit meist gescheitert. Seit 2012, also als insgesamt rund 5.000 Flüchtlinge nach Hessen kamen, haben wir die finanzielle Vorsorge im Landeshaushalt bereits bis zu diesem Jahr knapp verzehnfacht. In keinem anderen Bereich hat es solche Budgetsteigerungen gegeben. Und auch der Haushaltsentwurf 2016, so wie er vorliegt und zu knapp ist, wie wir uns auch einig sind, hat den Sollansatz von 2015 bereits um rund 60% gesteigert. Die Summen sind nach aktueller Einschätzung, ich sage das hier auch noch einmal, damit es keine Zweifel gibt, nicht ausreichend. Die bereits angesprochenen Szenarien zeigen auf, in welcher Dimension wir uns bewegen werden müssen. Und der Finanzminister hat es uns ja auch mitgeteilt. Für das laufende Jahr ist die allseitige Einschätzung nach Kenntnis der Zahlen, wir kommen mithilfe überplanmäßiger Ausgaben, die gedeckt werden können, aus. Übrigens, für einen Nachtragshaushalt wäre es auch von der Zeitabfolge zu spät. Er würde ja nur etwas nützen, wenn er vor 31.12. im Gesetzblatt steht. Aber wir kriegen das in diesem Jahr wohl hin. Was im nächsten Jahr ist, wird hoffentlich in näherer Zukunft durch viele Entscheidungen dann deutlicher werden. Für das Jahr unserer Haushaltsbetrachtung, also für 2016, werden wir Mehraufwand in dreistelliger Millionenhöhe sicher haben. Und wir werden diese als Regierungskoalition sicher, vielleicht machen andere ja gerne mit, dann als Änderungsanträge in den Planentwurf vor der Verabschiedung noch einbringen. Meine Damen und Herren, angesichts der aktuellen intensiven Beratungen über die Flüchtlingsproblematik auf allen politischen Ebenen, an diversen politischen Orten, ist es im Augenblick natürlich nicht möglich, eine belastbare Größe für unseren Haushalt zu nennen. Aber klar soll und muss auch sein, dass neben dem Land natürlich auch zunächst die kommunale Seite mehr Unterstützung benötigt und auch bekommen wird. Das sage ich ja gerade. Ich kann verstehen, der Kollege Schmidt freut sich vielleicht darüber, ich kann verstehen, dass manch ein Landrat oder Bürgermeister zurzeit etwas unruhig ist. Ich will dazu zur Beruhigung beitragen, das mache ich nicht oft, aber gelegentlich gern. Es ist eindeutig oberste Priorität,
bei den finanzwirtschaftlichen Aspekten das Thema Flüchtlinge, im Thema Flüchtlinge, dass wir es erreichen. Es ist ja von allen schon gesagt worden, dass der Bund seiner Verantwortung in Form eines dauerhaften und substanziellen Finanzierungsbeitrags übernimmt und damit einen strukturell abgesicherten Anteil am Gesamtaufwand der Länder und Kommunen auch leistet. Dazu, um das zu schaffen, müssen und wollen, haben Sie auch versichert, alle zusammenstehen. Und allen Kommunalpolitikern und Politikerinnen, die dennoch unruhig werden, was man ja auch verstehen kann, sie seien noch einmal daran erinnert, an die zwischen dem Land und den Kommunalen Spitzenverbänden Anfang Juli klar getroffene Vereinbarung in der Begründung zum Änderungsantrag beim Finanzausgleichsgesetz haben wir es ja auch schriftlich fixiert. Ich zitiere: Die aktuellen Herausforderungen der Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen sind auch finanziell sehr bedeutsam. Sie sind aber aus systematischen Gründen nicht Gegenstand des kommunalen Finanzausgleichs, sodass eine Berücksichtigung dieser Belastung im Kontext der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs nicht in Betracht kommt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Dem gleichwohl bestehenden monetären Handlungsbedarf an dieser Stelle wird im Rahmen der laufenden Gespräche zur Angemessenheit der Pauschalen nach § 7 Landesaufnahmegesetz noch in diesem Jahr Rechnung zu tragen sein. Punkt. Meine Damen und Herren, ich bin deshalb ganz sicher, dass wir bis zur Verabschiedung des Haushaltsgesetzes auch diese Frage geregelt haben werden. Und auch der Ministerpräsident hat es ja schon gestern im Rahmen der Regierungserklärung sehr deutlich gemacht. Selbstverständlich wissen wir um das Problem, und selbstverständlich lassen wir die Kommunen nicht im Regen stehen. Für hier und heute kann deshalb zum Thema Flüchtlingsbetreuung nichts Sinnvolles mehr beigetragen werden. Und auch die Kritik, man hätte ja schon mindestens irgendwas reinschreiben wollen, sollen. Also, meine Damen und Herren, vernünftigerweise trifft man erst die Vereinbarung zwischen den Beteiligten. Dann stellt man fest, was das in Zahlen als Folge hat, und dann berücksichtigt man die Zahlen in dem entsprechenden Planwerk. Das ist die Reihenfolge, die wir haben werden, und das werden wir schaffen, wie gesagt, vor der Verabschiedung des Haushalts noch in diesem Jahr. Ich will, bevor ich zu einigen konkreten Inhalten des von der Landesregierung vorgelegten Entwurfs komme, noch kurz noch einmal die finanzwirtschaftlichen Eckpunkte zusammenfassen. Wir haben eine konsequente Orientierung unserer Finanzpolitik an der Schuldenbremse. Wir setzen die im Koalitionsvertrag angekündigten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent um. Und wir orientieren die Finanzplanung mit Sorgfalt an den erwartbaren Entwicklungen und ihren Risiken und fokussieren sie auf eine Absicherung der Konsolidierungsziele und vergessen dabei keineswegs unsere Pflichten, auch Dritten gegenüber, z.B. den Kommunen. Das ist alles in sich schlüssig aufgebaut, sehr solide und schafft deshalb für unsere Politikerinnen und Politiker in der Finanzbranche, hätte ich beinahe gesagt, also die sich mit dem Haushalt befassen, eher ein gewisses Problem bei der öffentlichen Wahrnehmung. Die hessische Finanzwirtschaft unter Schwarz-Grün erfüllt nämlich in keiner Weise die Kriterien für gesteigertes Medieninteresse. Wir bieten in der Finanzwirtschaft nur ganz wenig Sex und gar kein Crime und tauchen also nicht, taugen nicht für reißerische Berichterstattung. Ich finde das etwas schade, dass wir nicht in Zeiten leben, in denen eine von uns praktizierte und vorgeführte Good Governance auch publizistisch honoriert wird, aber gleichzeitig aus jeder Lapsusmücke ein Skandalelefant gemacht wird. Der Haushalt verdiente es, auch wenn er unspektakulär daherkommt, wirklich mehr auch der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist eine spröde Materie am Haushalt, aber die Anstrengungen der Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen, die es auf sich nehmen, sich damit zu befassen und damit auch bei den neuen gravierenden Problemlagen, von denen wir ja schon ausgiebig gesprochen haben, gemeinsam dann, so wie es die Kanzlerin jüngst tat, feststellen können, wir schaffen das, denn wir sind gut aufgestellt und haben ein stabiles Fundament für unsere Arbeit. Das sollte man wirklich mehr würdigen, denn wenn hier nicht die Voraussetzungen geschaffen wären, solide Haushalte als Grundlage vorhanden wären, dann käme man mit Extremsituationen natürlich auch nicht zurecht. Und wir dürfen dabei auf keinen Fall vergessen, dass neben, vor und hinter der Politik, die hierfür die Entscheidungen zu treffen, überall ganz viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind.
ohne die nichts von all dem zustande käme, was uns die Probleme bewältigen lässt und von denen ich deshalb auch heute anlässlich der ersten Lesung schon einmal einen großen und herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung aussprechen will. Das gilt umso mehr, als in all den politischen Fragen die Arbeit ja eigentlich nimmer endet, sodass jedes Dankeschön für das Geleistete zugleich verbunden ist mit der Erwartung und dem Wunsch, auch mit Eifer weiterzumachen. Und genau so ist es auch beim Haushaltsthema. Die nächsten Schritte sind für uns hier kursorische Lesungen in den Ministerien, Beratung in den Fraktionen und dann die Ausschüsse und dann Plenum noch zwei Runden. Das heißt, wir haben auch noch ausgiebig Beratungszeit und Aufwand, und wir haben da auch wieder ausgiebigen Bedarf an Zuarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir uns qualifiziert auseinandersetzen können. Meine Damen und Herren, es war über Monate eine zentrale Debatte mit heftigen Auseinandersetzungen. Ich meine die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs. Am 23. Juli wurde sie in dritter Lesung hier beschlossen, und seit dem 3. August steht sie im Gesetz- und Verordnungsblatt. Und dieser neue KFA steht jetzt erstmals auch im Haushaltsplan, genauer gesagt im Einzelplan 17, in den Kapiteln 17.20 bis 17.42, ausgedruckt auf rund 200 Seiten, also gibt eine ausgiebige Lektüre. Und das gibt mir den Anlass, mich mit diesem Thema jetzt hier auch noch einmal schwerpunktmäßig zu befassen. Meine Damen und Herren, die erste Feststellung, die für die Kommunen wahrscheinlich die wichtigste ist, sie lautet: Die Finanzausgleichsleistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahre 2016 sind insgesamt so groß wie noch nie. Sie betragen in Hessen in diesem Jahr, im nächsten Jahr 4.367.000.000 €. Das ist absoluter Rekord. Das hat es noch nie gegeben. Und das bedeutet, dass es im Durchschnitt pro Hessin bzw. pro Hesse jedweden Alters 725 und ganz genau 727,83 € an die Kommunen ausgeschüttet werden. Und das sind, wenn man das so verteilt, wie wollen Sie das Verb nennen? Und das heißt, das sind pro Person, pro hessischer Bürgerin und pro hessischen Bürger 43 € mehr als im laufenden Jahr 2015. Selbst wenn die Rechenkenntnisse der zweiten Grundschulklasse vorhanden sind, reicht das aus, um festzustellen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dies ist keine Kürzung, dies ist mehr Geld und insgesamt so viel, wie es noch nie war. Und ich meine, das könnten auch Sozialdemokraten durchaus verstehen und endlich ihre wahrheitswidrigen Behauptungen widerrufen. Das Land unter Schwarz-Grün kürze die Zuweisungen für die Kommunen. Spätestens jetzt wissen Sie es nämlich besser. Und Sie sollten es sich, verehrter Kollege Schmidt, auch zu Herzen nehmen, was man bei Bertolt Brecht im Leben des Galilei nachlesen kann. Dort steht, dass der Dort kann man feststellen, nach den Worten von Brecht ist derjenige, der die Wahrheit nicht weiß, lediglich ein Dummkopf. Derjenige aber, der sie weiß und sie eine Lüge nennt, ein Verbrecher. Das möchte, denke ich, niemand sein. Nachdem die Grundlage, also das Gesamtvolumen des kommunalen Finanzausgleichs, klar ist, schauen wir uns doch noch einmal einzelne wichtige Aspekte an. Die Anmerkungen beziehen sich auf den Einzelplan 17, den ich schon zitiert habe. Wichtig ist, dass wir den Hochrechnungsfaktor für die angemessene Gesamtdefizite auf empirische Daten und dabei zusätzlich auf eine breite Basis von 20 Jahre Zeitraum gründen, sodass kurzfristige Schwankungen eben nicht durchschlagen. Und der ermittelte Hochrechnungsfaktor von 7,3 % für 2016 dürfte deshalb auch kaum umstritten sein. Wie ja überhaupt nach der Verständigung zwischen dem Land und den Kommunalen Spitzenverbänden am 7. Juli keine durchgreifenden methodischen Differenzen in Sachen KFA mehr bestehen. Es bestehen keine durchgreifenden methodischen Differenzen. Es besteht eine unterschiedliche Erwartungshaltung, wie viel Geld man denn gerne hätte. Das ist unstrittig. Meine Damen und Herren, das Ergebnis der jetzt im Haushaltsplan dargestellten Berechnung ist jedenfalls, dass
Es ist, ja, ich sollte nicht darauf eingehen, weil es keine Wahrnehmungsfrage ist, sondern auch eine Frage, das von den Spitzenverbänden auch öffentlich dargestellt worden ist. Lesen Sie doch auch einmal nach, was im Jahrbuch öffentliche Finanzen der Dr. Dieter jetzt jüngst geschrieben hat. Ganz aktuell kann man das alles nachlesen, was methodisch korrekt ist und was nicht. Darüber gibt es überhaupt keinen Streit mehr. Meine Damen und Herren, Ergebnis der jetzt im Haushaltsplan dargestellten Berechnung ist jedenfalls, Sie ärgern sich darüber, Kollege Schmidt, das mag ja sein, aber deswegen wird die Sache nicht richtiger, was Sie behaupten. Also, Ergebnis der jetzt im Haushaltsplan dargestellten Berechnung ist jedenfalls, dass im Durchschnitt aller Kommunen rund ein Drittel des Bedarfs an allgemeinen Deckungsmitteln ihnen vom Land zugewiesen wird, dass sie also im Umkehrschluss aus eigenen Entscheidungen heraus zwei Drittel gestalten können. Auch daran zeigt sich die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung hier als Selbstverantwortung. Und es zeigt sich unserer Meinung nach auch, dass es der Selbstständigkeit der Kommunen kaum weiterhelfen könnte, wenn sie immer stärker auf den Tropf des Landes angewiesen wären. Insoweit geht es auch darum, die Selbstverantwortung und Selbstentscheidungsfähigkeit der Kommunen zu stärken. Meine Damen und Herren, und die Gestaltungsfreiheit sucht natürlich, und das ist völlig klar, auch eine Risikobegrenzung. Das gilt allemal auch für die Kommunen. Der neue kommunale Finanzausgleich wirkt allein schon durch die Vorgaben des Staatsgerichtshofs, die aus unserer Verfassung abgeleitet sind und im Gesetz ja auch dann ausformuliert sind, als Versicherung vor allem gegen finanzielle Einbrüche, sowohl generell für alle als auch speziell für einzelne Kommunen. Konjunkturelle Einbrüche mit der Folge, dass gleichzeitig zurückgehende Steuereinnahmen und steigenden Sozialaufwands sind nunmehr, und das sollten wir nicht vergessen, das exklusive Risiko des Landes. Durch den kommunalen Finanzausgleich wird die Garantiesumme des Festansatzes für 2016 auf rund 3,1 Milliarden € festgelegt. Damit übersteigt sie im Vergleich des vergangenen Jahrzehnts mehrere, genauer gesagt dreimal, die tatsächlichen Zuweisungen in Summe im KFA an die Kommunen. Sie merken also, dass das schon eine Bedeutung hat und dass diese Risikoabsicherung keineswegs ohne Wert ist, sondern ein ziemlicher Wert für die Kommunen und insoweit für uns als Land ein ziemlich erheblicher Auftrag, der auch belasten kann. Und deswegen fühle ich mich als Haushaltspolitiker auf Landesebene in dieser Situation auch nicht nur uneingeschränkt wohl. Das gestehe ich Ihnen gerne. Denn durch den neuen KFA wird das Risiko eindeutig zulasten des Landes verschoben. Definierte das alte Finanzausgleichsgesetz eine Schicksalsgemeinschaft von Land und Kommunen, so haben wir es in der Tat jetzt mit einer Art Versicherungsvertrag mit den Kommunen als Kunden zu tun. Und deshalb müssen wir als Land auch Vorsorge treffen für den Fall, dass der Versicherungsfall eintritt. Insgesamt werden wir aber mit diesem Vertrag und mit diesem Haushalt uns mit guter Kundenorientierung zeigen. Denn die Probleme der hessischen Städte, Gemeinden und Kreise lassen natürlich das Land in seinem Verantwortungsbereich nicht unbeteiligt. Und genau deshalb, meine Damen und Herren, nutze ich auch heute die Gelegenheit für morgen, wenn das Gesetz eingebracht wird. Da haben wir sie dann noch einmal ausführlicher. Den Zusammenhang aber hier schon einmal der Maßnahmen der finanziellen Förderung der hessischen Kommunen durch das Land, wenn Sie so wollen, das finanzwirtschaftliche Design kurz zu beschreiben. Insgesamt stellt es sich als Maßnahmen-Trippel dar, für die Kommunen bestehend aus Abbau der Schuldenlast, Sicherstellung der Finanzkraft, das zweite ist das Finanzausgleichsgesetz, und drittens als Erweiterung der Investitionsmöglichkeiten mit dem vorgesehenen Kommunalinvestitionsprogramm, das wir morgen als Gesetzeslesung hier haben werden. Die hessischen Kommunen hatten im bundesweiten Vergleich sowohl die höchste Verschuldung als auch die höchsten Steuereinnahmen. Eine Parallelität, über die man in der Tat auch noch vertieft nachdiskutieren könnte. Jedenfalls schränkte diese Situation die Handlungsfähigkeit bei vielen deutlich ein, sodass diese als erste Maßnahme wieder verbessert werden musste, die Handlungsfähigkeit. Mit dem Kommunalen Schutzschirmgesetz, welches neudeutsch ausgedrückt mit einer Kombination von Push- und Pull-Maßnahmen an die Kommunen herantrat, wurde dies 2012 umgesetzt. Wir Grüne, ich sage es ganz offen, waren damals skeptisch, konnten aber trotz Oppositionsstatus einige Verbesserungen anregen und es am Ende so mitbewirken und das Gesetz keineswegs ablehnen.
Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen, dass der Kommunale Schutzschirm sich zum wirksamen Mittel zur Förderung der Entschuldung kommunaler Haushalte entwickelt hat und viele Kommunen auch auf den richtigen Weg in Richtung ausgeglichenen Haushalten gebracht hat. Dabei muss man sich darüber im Klaren sein, dass der Schutzschirm natürlich im Wesentlichen hilft, die Vergangenheit zu bewältigen und damit nur mittelbar die finanzwirtschaftliche Gegenwart verschönert. Diese blüht nun aber durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs deutlich auf. Das können Sie dem Haushaltsplan 2016 präzise entnehmen. Ich habe es Ihnen ja gerade erläutert. Und geradezu zum Dreiklang ergänzt wird die finanzielle Beziehung zwischen Land und Kommunen durch das kommunale Investitionsprogramm, welches in Form des Investitionsprogrammgesetzes wir als Regierungsfraktion morgen einbringen werden. Die Drucksache 2417 kennen Sie ja bereits. Meine Damen und Herren, wenn man sich diese Politik des Landes gegenüber seinen Kommunen mal ganz unaufgeregt anschaut, eine Politik übrigens, die über den letzten Regierungswechsel hinaus durchaus eine gewisse Kontinuität aufweist. Das bestreite ich ja gar nicht. In dieser Frage ja, nämlich wie man den Kommunen helfen kann. Warum fallen der Opposition dann so merkwürdige Kommentare dazu ein, wie wir sie jüngst lesen mussten, nämlich Kommunalpolitik nach Gutsherrenart, vergiftetes Geschenk und Ähnliches? Verehrte Kollegen Schmidt und Dr. Hahn, wie wäre es, wenn Sie, da habe ich die Presseerklärung jetzt genommen, wie wäre es, wenn Sie in der finanzpolitischen Debatte lieber Ihre Intelligenz bemühen, statt die schon arg verrostete Phrasendreschmaschine? Und wäre es nicht besser, sich erst zu informieren und dann zu kommentieren? Aber wir haben ja noch bis morgen Zeit. Vielleicht wird das ja alles noch ganz toll, und wir haben morgen eine qualitativ hochwertige Debatte zum Thema, wie wir gemeinsam und gut den hessischen Kommunen helfen und nicht uns wieder in kleinkarierte Mägelei verfangen müssen. Meine Damen und Herren, jenseits der Kommunalfinanzen, diesmal sind sie wirklich die herausragenden Elemente des Haushalts, der sich noch in größter Dynamik befindet, wie die Frage der Flüchtlingsbetreuung und ihre finanziellen Folgen, gäbe es natürlich noch viele weitere Aspekte im Haushalt zu betrachten, die in der Tat Gefahr laufen, vergessen zu werden. Ich will wenigstens die Beispiele markieren. Der Kollege Schmidt hat ja schon angedeutet, dass wir in der zweiten Lesung in den Einzelplänen natürlich breiten Raum haben, dieses dann fachbezogen auch hier zu erörtern. Natürlich will ich und natürlich werde ich insbesondere an vorderer Stelle das Sozialbudget im Einzelplan 08 erwähnen, mehr als 70 Millionen €. Ich will aber auch nicht vergessen, auch kleine Maßnahmen sind wichtig, der Ausbau der Antidiskriminierungsstelle zum Beispiel. Und an diesen Punkten oder auch großen Punkten, wenn Sie so wollen, Big Points, merken Sie, dass Ihre Eingangsbehauptung, verehrter Kollege Schmidt, es habe sich nichts geändert, schlicht entweder eine getrübte Brille, eine vorgefasste, sozusagen eingeschworene Meinung oder keine Ahnung zur Begründung hat. Auf jeden Fall stimmt sie mit den Fakten nicht überein. Meine Damen und Herren, in der Bildungspolitik wird im kommenden Jahr, das haben wir heute auch schon mehrfach in verschiedenen Zusammenhängen gehört, die Vereinbarung umgesetzt, die demografische Dividende im Schulsystem zu lassen. Ich muss das jetzt nicht noch einmal vertieft, haben wir zwei Runden ja schon darüber gedreht in Ausführlichkeit. Auch was den Energiebereich angeht, die Aufwendungen für die Energiewende wachsen auf fast 36 Millionen €. Stichwort, es geht nicht nur um die Produktion erneuerbarer Energien, sondern es geht auch insbesondere um die Förderung der Einsparung von Energien. Und der Straßenbauetat ist natürlich ein Thema, was, wenn ich das recht sehe, jeder Redner und jede Rednerin, wenn wir solche hätten, denn hier erwähnen muss. Natürlich ist das, was bisher vorgetragen hat, nicht richtig. Sanierung und Erhalt der Landesstraßen, das ist bei uns die Priorität. Aber ich hatte es ganz am Anfang gesagt, Stichwort Verlässlichkeit. Verehrter Kollege Schmidt, nur als Hinweis, diejenigen Verpflichtungen, die das Land vertraglich eingegangen ist gegenüber Kommunen mit den interessanten Namen KIM 1 und 2, müssen abfinanziert werden. Ich könnte auf die Idee kommen und sagen, habt ihr Pech gehabt. Das ist aber nicht unsere Politik, sondern Verlässlichkeit steht am Anfang. Demzufolge sind alle Vorrechnereien und Dankeschön an Herrn Lenders und so weiter alles dummes Zeug, wenn man nicht das vorher absieht und sagt, wie sieht es denn aus, und dass dieses über die Zeitabläufe unterschiedliche, von den Verträgen her unterschiedliche Quoten ergibt, sollte auch Ihnen klar sein. Übrigens, für alle Freunde, die in Berlin mitregieren, der Hinweis noch einmal wiederholt, wenn der Bund
die tatsächlichen Planungskosten für seine Maßnahmen in Hessen uns auch erstatten würde, hätten wir deutlich mehr noch für die Straßensanierung. Da geht es immerhin um 40 Millionen € jährlich. Stichwort Brückensanierung kennen Sie auch. Meine Damen und Herren, nicht nur in den genannten, sondern auch in anderen Bereichen arbeiten die Landesregierung und die Koalition das gemeinsame Programm ab. Und da wir unsere Politik sorgfältig geplant und auch in der Koalition präzise verhandelt haben, kommt jetzt nicht so viel Spektakuläres neu hinzu. Das mag man bedauern. Unter den Öffentlichkeitsaspekt habe ich das schon getan. Aber man sollte umgekehrt auch nicht vergessen, welche hervorragende Entwicklungen von der Koalition angestoßen und vorangebracht werden. Da gibt es eine Vielfalt von Stichworten, die von der SPD auch wieder mies gemacht wird. Ich nenne als auch wenige Beispiele die Biodiversitätsstrategie im Umweltbereich oder auch die Stichworte Löwe und Hochschulpakt bei den Hochschulen. Denn zeigen Sie mir einmal ein anderes Bundesland, insbesondere da, wo die Sozialdemokratie Mitverantwortung trägt, was in dem Hochschulbereich mehr tut als wir. Würde ich gerne wissen, und dann könnte man ja noch darüber streiten, was noch zu verbessern ist. Meine Damen und Herren, dies alles bringt aber keine ernstzunehmende Kritik der Opposition, weil sie ja keine bessere Alternative nennt, sondern immer nur, was ihr nicht passt. Machen Sie doch einmal einen Schritt weiter und sagen Sie, wie hätten Sie es denn gern? Es ist nicht alternativlos, nichts in der Politik ist alternativlos, es sei denn, wir haben eine Opposition, die nicht in der Lage ist, eine Alternative zu formulieren. Das ist das Problem. Ich wünsche mir deshalb mehr streitfähige Opposition mit Argumenten und Ideen. Davon hätten nämlich alle was. Letztes Jahr hatte ich an dieser Stelle Ähnliches schon geäußert und angekündigt, dass wir ebenso geduldig wie selbstbewusst auf Ihre formulierten Alternativen zu unserer Politik warten. Eine Ansage, die, was man besser machen könnte, hätten wir gerne. Heute muss ich feststellen, unser Warten war vergebens. Und es kommt mir ein bisschen so vor, dass die Opposition in diesem Landtag sich ihre alternativen Politikkonzepte für Hessen von Godot liefern lässt. Meine Damen und Herren, darüber wundern wir uns lieber nicht, sondern handeln, indem wir auch im dritten Jahr in Hessen verlässlich gestalten und Perspektiven eröffnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Als nächster Redner spricht nun Kollege Willi van Ooyen von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie in jedem Jahr beraten wir den Landeshaushalt. Selten jedoch war das vorliegende Dokument so unklar wie der jetzt vorliegende, den wir heute in der ersten Lesung beraten. Dies hat ja auch mehr oder weniger der Finanzminister schon zugestanden, dass wir eine sehr variable Größe eines Haushalts hier debattieren. Vor der Beratung des Landeshaushalts hat uns bereits der Minister mitgeteilt, dass die Annahmen, die dem Entwurf zugrunde liegen, hinfällig sind. Der Grund dafür ist, dass was von vielen in diesen Tagen sicher schon wahrgenommen wird, nämlich die große Zahl der Menschen, die zu uns kommen, weil sie vor Krieg, Not und Elend fliehen und natürlich auch bei uns in Hessen Schutz suchen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass man Menschen, die auf der Flucht sind, den Schutz gewähren muss, den sie brauchen, gerade dann, wenn wir in Hessen dieses Jahr unter dem Motto Grenzen überwinden heftig feiern wollen. Was für die Menschen, die zu uns kommen, bedeutet, dass sie hier hoffentlich in Freiheit und sicher vor Armut, Krieg und Hunger leben können, sollte für uns bedeuten, dass wir bereit sind, einen Landeshaushalt so aufzustellen, dass die Unterbringung dieser Menschen, ihre Versorgung und ihre Integration gelingen kann. Konkret wissen wir aber noch gar nicht, wie viele Menschen in diesem und in den kommenden Jahren noch zu uns kommen werden.
Als realistisch schätzt die Landesregierung Zahlen von 450.000 bis zu 1 Million Menschen ein, die jedes Jahr nach Deutschland kommen können. Dementsprechend ist auch der Aufwand, der damit verbunden ist, nur schwer zu prognostizieren. Klar ist aber, wie gesagt, dass die einstig zustande gekommene Annahme, die dem Haushaltsentwurf zugrunde liegen, sehr wahrscheinlich nicht zutreffen werden. Allein im nächsten Jahr steht für den hessischen Haushalt eine Summe zwischen 150 und 250 Millionen Euro, die noch nicht gedeckt sind. Das sind die Berechnungen des hessischen Finanzministeriums, und ich nehme an, dass der tatsächliche Bedarf in den Kommunen deutlich höher ist. Die hessischen Kommunen haben in den letzten Tagen ja noch einmal deutlich gemacht, dass die Pauschalen, die sie vom Land für die Unterbringung von Flüchtlingen erhalten, nicht ausreichen und deshalb eine Verdopplung notwendig sein dürfte, damit die Kommunen diese Aufgaben einigermaßen gut erfüllen können. Wie hoch die Summen sind, die hier tatsächlich notwendig werden, wird man sicherlich noch im Laufe der Beratungen – die Zeit haben wir uns ja bis Dezember auch noch einmal gegeben – wird man also im Laufe der Beratung noch einmal sich ansehen müssen, ob die Beteiligung des Bundes beispielsweise an diesen Kosten ausreichen wird. Falls aber der Bund nicht dazu zu bewegen ist, deutlich mehr Geld zur Verfügung zu stellen als bisher, stellt sich letztlich auch die Frage, wie wir mit der Schuldenbremse umgehen. Wenn wir annehmen, dass also alles so bleibt und der Bund keine zusätzlichen Mittel bereitstellt, dann wird der Landeshaushalt den Abbaupfad für die Schuldenbremse nicht einhalten können. Der Haushaltsentwurf jedenfalls zeigt keine großen Spielräume mehr auf. Zum einen dürften die Rücklagen die zusätzlichen Kosten nur annähern, teilweise abfedern können. Und zum anderen sieht die Landesregierung selbst unter optimistischen Annahmen noch deutlichen Handlungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung. Wenn der Bund also kein zusätzliches Geld bereitstellt, heißt es also für uns, dass wir darüber entscheiden müssen, ob das Land von der Schuldenbremse abweichen darf. Ich sage Ihnen sehr deutlich, für mich geht Menschenrecht vor Schuldenbremse. Es gilt eben nicht nur die Schuldenbremse, sondern es gilt auch Artikel 7 Absatz 2 der Hessischen Verfassung, die heißt, ich zitiere, Fremde genießen den Schutz vor Auslieferung und Ausweisung, wenn sie unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach Hessen geflohen sind. Soweit das Zitat. Ich denke, dass die Situation, in der wir uns momentan befinden, auch dem entspricht, was im Sinne des Artikels 141 Absatz 4 ein Abweichen von der Schuldenbremse zulässt, nämlich unter außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt, ist ein solches Verfahren notwendig. Wir sind, so meine ich, eindeutig in dieser Situation, als Land Hessen die Voraussetzungen zu schaffen, die notwendig sind, um den Menschen, die zu uns kommen, eine Perspektive zu geben, wie sie ein Leben in Würde und Sicherheit in ihren Heimatländern führen können. Nichtsdestotrotz ist die Bundesregierung gefordert, die sicher ihren Beitrag dazu leisten muss, die Ursachen von Krieg und Not, ob in Syrien oder in den Staaten des westlichen Balkans, zu bekämpfen. Soldaten und Waffen werden diese Probleme nicht lösen können. Wir in Hessen haben zweifelsohne eine Verantwortung, der wir uns stellen müssen, und wir können sicher auch dazu beitragen. Die aktuelle Situation kann aber nicht das Land Hessen lösen. Gefordert sind in diesem Zusammenhang die Bundesregierung und die internationalen Organisationen. Insofern dürften alles klar sein, dass sich die Notsituation für den Haushalt auch der Kontrolle des Staates entzieht. Die Schuldenbremse sollte uns jedenfalls nicht daran hindern, Menschen zu helfen. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, dass die Notsituation für den Landeshaushalt unabwendbar ist. Aber in unserer Hand als Haushaltsgesetzgeber liegt diese Frage letztlich nicht mehr. Entscheidend wird sein, wie gesagt, ob die Bundesregierung selbst bereit ist, einen deutlich größeren Beitrag zu leisten, um die Kommunen und Länder in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben
bei der Unterbringung und der Integration von Flüchtlingen zu meistern. An vor sich hergetragener Symbolpolitik hat es ja in den letzten Tagen und Wochen nicht gemangelt, an konkreten Schritten allerdings schon. Deshalb ist klar, wenn die Bundesregierung weiter auf der schwarzen Null im Haushalt besteht, dann werden wir in Hessen darüber reden müssen, die Schuldenbremse auszusetzen. Die Planung der Landesregierung, wie sie heute vorliegt, wird jedenfalls so keinen Bestand haben. Der Mehrbedarf für die Integration von Flüchtlingen ist aus meiner Sicht aber dabei nur eines von vielen Problemen, die der Haushalt auf sich ausweist. Seit Schwarz-Grün diese Haushaltspolitik unter die Prämisse stellt, dass Kürzen und Streichen besser als Investieren und Gestalten ist, wird die Perspektive für die Menschen in Hessen immer düsterer. Diese arbeiten nicht nur länger als in allen anderen Bundesländern. Sie dürfen sich auch noch darauf einstellen, dass ihre Bezahlung von der allgemeinen Lohnentwicklung dauerhaft abgekoppelt wird. Im laufenden Jahr gab es überhaupt keine Besoldungsanpassung, und im nächsten Jahr soll diese höchstens bei 1% liegen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer ähnlichen Regelung in anderen Ländern darf man deutliche Zweifel daran haben, ob die schwarz-grüne Regelung, die Schuldenbremse auf die Beamtinnen und Beamten abzuwälzen, Bestand haben kann. In der mittelfristigen Finanzplanung heißt es dann auch schon etwas blumig, ich zitiere, allerdings resultieren aus dem Urteil höhere Anforderungen an künftige Besoldungs- und Versorgungsanpassungen. Die Landesregierung wird diesen Aufforderungen Rechnung tragen und auch künftig sicherstellen, dass sich die Bezügeanpassungen im verfassungsmäßig vorgegebenen Rahmen halten. Soweit das Zitat. Dann müssen Sie ja darüber nachdenken, ob Sie sozusagen diese 1%-Regelung, die Sie vorgelegt haben, nicht doch jetzt schon überdenken und mindestens einmal einen anderen Ansatz bringen. Die 2,4%, die beispielsweise Verdi für die Angestellten durchgesetzt haben, wäre so ein Maßstab, den man ja noch einmal einbringen kann. Ihnen ist also offensichtlich zumindest klar, dass Sie hier vor einem juristischen Problem stehen. Und es wird auch damit zu rechnen sein, dass die Reallohnkürzungen für die Beamtinnen und Beamten, die Schwarz-Grün durchgesetzt hat, ein Fall für die Gerichte wird. Der Deutsche Beamtenbund hat bereits angekündigt, dass man entsprechende Gutachten einholen werde. Und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist an diesem Thema dran. Die Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Gabriele Keilich, erklärte am 3. September, angesichts der jetzt schon bestehenden unterdurchschnittlichen Besoldung in Hessen wird dies dazu führen, dass die hessischen Beamtinnen und Beamten im Vergleich der Bundesländer noch weiter ins Hintertreffen geraten. Das werden Sie sicherlich zum Anlass nehmen, den Rechtsstreit auch zu führen. Das alles geschieht unter der Überschrift Generationengerechtigkeit, als ob die nachfolgenden Generationen sich davon etwas erhoffen könnten, dass die Beamtinnen und Beamten in Hessen heute ungerecht behandelt werden. Ganz im Gegenteil muss man ja davon ausgehen, dass die nachfolgenden Generationen vor allem darunter zu leiden haben, dass CDU-geführte Landesregierungen alles beim Alten gelassen haben, und zwar im Wortsinne. Seit nunmehr Jahrzehnten sinken in Hessen die Investitionen. So, als sei das eine gute Idee, liest man dann auch im Finanzplan, dass die Investitionsausgaben des Landes abgesenkt werden. Ich zitiere, sie gehen von rund 1,9 Milliarden € in den Jahren 2015 und 2017 auf knapp 1,7 Milliarden € im Planungsjahr 2019 zurück. Die Investitionsquote, so weiter das Zitat, des Landes sinkt infolgedessen im Finanzplanungszeitraum von 8,5% im Jahr 2015 auf 6,7% im Planungsjahr 2019. Die Landesregierung trägt damit nicht zuletzt den im Koalitionsvertrag vereinbarten Einschnitten bei den Investitionsausgaben Rechnung. So loben Sie sich auch dafür, dass Sie die Investitionen so runterfahren. Dabei ist es eben keine gute Idee und schon gar nicht irgendwie gerecht gegenüber nachfolgenden Generationen, die Investitionen in die Zukunft um über 20% abzusenken. Es ist aber eben nicht gerecht, wenn man nur als ungerecht behandelt, wenn man nur alle gleichermaßen ungerecht behandelt. Die Beamten, die weniger Geld bekommen, und die Kinder und Enkel, die in kaputten Schulen unterrichtet werden. Dazu kommt, dass wir gerade schmerzlich vor Augen geführt bekommen,
was es bedeutet, wenn über Jahre und Jahrzehnte Investitionen vernachlässigt werden. Die Probleme, die bei der Unterbringung von Menschen, die geflüchtet sind, wir haben, haben auch mit dem zu tun, dass der öffentliche Wohnungsbau seit Jahren und Tagen brach liegt. Tausende Wohnungen gehen aus der Sozialbindung jedes Jahr verloren, ohne dass die Landesregierung Anstalten machten, daran etwas zu ändern. Hier wären die Investitionen, die Schwarz-Grün mit lautem Stolz vor sich herträgt und noch reduzieren will, dringend nötig. Stattdessen reden Sie immer von Generationengerechtigkeit und tun so, als ob es gerecht sei, an den Investitionen zu sparen. Oder vielleicht würde man dann endlich mal wieder zu einer Debatte über die notwendige Umverteilung in Hessen kommen. Denn dass Umverteilung zwischen Arm und Reich endlich notwendig ist, belegen auch die nackten Zahlen. In Hessen stieg die Armutsgefährdungsquote im Jahr 2014 von 13,8% und damals 2006 waren es immerhin nur 12%. Der Landesvorsitzende des VdK, Karl Winfried Seif, immerhin ehemaliger CDU-Staatssekretär hier in Hessen, brachte es in diesem Zusammenhang auf den Punkt und erklärte am 27. August, es müssen endlich energische Schritte unternommen werden, um die Armut zu bekämpfen, und vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, damit Armut erst gar nicht entsteht. Soweit sein Zitat. Von diesen energischen Schritten sehe ich aber überhaupt nichts, im Gegenteil. Stattdessen gibt es bei dieser Landesregierung Haushaltskonsolidierung zum Nulltarif, und zwar zum Nulltarif für Reiche. Denn bei allen Konsolidierungsmaßnahmen, die Schwarz-Grün in Hessen vorschlägt, gibt es keine einzige auf der Einnahmenseite. Gerecht wäre es, wenn Sie dafür sorgen würden, dass der Staat wieder in die Lage versetzt wird, den Reichtum in diesem Land gerecht zu verteilen. Wenn Sie sich für eine Vermögensteuer einsetzen würden, damit wir sowohl die Investitionen in die Zukunft als auch die Bedürfnisse einer modernen und gut funktionierenden Landesverwaltung erfüllen können. Nachdem Sie die Grunderwerbsteuer angehoben haben, sieht Schwarz-Grün offenbar die Einnahmeverantwortung für den Haushalt, für den Landeshaushalt als erfüllt an. Dabei wird die nächste Nagelprobe sicherlich die Erbschaftssteuer sein. Ich bin gespannt, wie sich Hessen hier verhält und ob Sie den Kurs der Großen Koalition mittragen oder ob Sie sich aktiv für eine höhere Besteuerung von Millionenerben einsetzen werden. Da es Gerechtigkeit zwischen den Generationen nur geben kann, wenn sie auch innerhalb der Generation hergestellt wird, und da, meine Damen und Herren, haben wir noch einen langen Weg vor uns. Neben sinkenden Investitionen kürzt die Landesregierung weiter bei der Personalausstattung im öffentlichen Dienst. Der Stellenabbau, den Schwarz-Gelb betrieben hat, geht weiter, und die Beschäftigten im Landesdienst müssen weiter mit weniger Personal mindestens die gleichen, wenn nicht häufig wachsende Aufgaben erfüllen. Ganz so, als ob die Produktivität in den öffentlichen Verwaltungen beliebig gesteigert werden könnte. In allen Bereichen wird man damit rechnen müssen, dass Hessen weniger leistungsfähig wird. Nun mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Falls Sie jetzt erwarten, dass ich die Landesregierung dafür lobe, dass sie bei den Schulen keine Lehrerstellen kürzt, muss ich Sie leider enttäuschen. Denn die demografische Rendite, von der Schwarz-Grün immer redet, ist in den letzten Jahren für alles Mögliche schon mehrfach verteilt worden. Nein. Die bemerkenswerte Ausnahme ist die, dass das Landesamt für Verfassungsschutz aufgestockt wird. Aus den Geheimdienstskandalen, angefangen vom Aufbau der NPD durch V-Leute über das Versagen bei der Verfolgung der NSU-Mörderbande bis hin zu der neuesten Staatsaffäre um die Verfolgung von Journalisten, zieht eine schwarz-grüne Landesregierung die Konsequenz, dass es ja wohl an der Zeit ist, beim Verfassungsschutz zusätzliches Personal einzustellen. Es ist wirklich absurd, ausgerechnet die Institution, die nun wirklich überzeugend dafür geworben hat, sie endlich abzuschaffen, bekommt mehr Geld. Um es deutlich zu sagen, der Verfassungsschutz schützt die Verfassung so sehr, wie der Zitronenfalter Zitronen faltet. Während in der gesamten Landesverwaltung überall Stellen abgebaut werden,
ausgerechnet beim Landesamt für Verfassungsschutz zusätzliche Stellen zu schaffen, ist schon absurd. Aber es geht ja noch weiter. Während die Beamtinnen und Beamten überall sonst damit klarkommen müssen, dass man bei ihrer Besoldung spart, beraten wir in dieser Woche ein Dienständerungsgesetz, in dem es zu lesen ist, ich zitiere, aufgenommen wird außerdem die Gewährung einer Erschwerniszulage für den Bereich der Observation beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie eine Zulage für die operativ tätigen Kräfte beim Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz für Dienste in ungünstigen Zeiten. Damit wird den geänderten Arbeitsbedingungen durch die gewandelten Anforderungen an das Landesamt für Verfassungsschutz Rechnung getragen. Ausgerechnet beim Landesamt für Verfassungsschutz bekommt man jetzt eine Erschwerniszulage für Observation. Sprich, wer unsere Kinder unterrichtet, der muss sich mit Nullrunden abfinden. Und wer beim Landesamt für Verfassungsschutz Zitronen faltet, bekommt eine Erschwerniszulage. Also, ich könnte ja das als Beleg dafür nehmen, dass wir es als LINKE mit diesem Verfassungsschutz besonders schwer haben. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich dadurch weder besonders geadelt, noch finde ich es irgendwie amüsant, welche politischen Schwerpunkte Schwarz-Grün hier setzt. Überall wird gekürzt, nur beim Verfassungsschutz nicht. Wenn das der Politikwechsel ist, den die Grünen wollten, dann bin ich froh, dass wir ihn nicht mitgemacht haben. Den Politikwechsel vermisse ja aber nicht nur ich. Auch in den hessischen Kommunen hatten sich sicher viele unter dem von den Grünen vor der Wahl versprochenen Politikwechsel etwas anderes versprochen. In den letzten Jahren bestand die Politik des Landes gegenüber den hessischen Kommunen vor allem darin, auf ihre Kosten den Landeshaushalt zu sanieren. Zugegeben sieht es nun doch so aus, ob die Kommunen etwas besser dastehen als in den letzten Jahren. Das kann man annehmen. Aber wenn man sich ansieht, wie es in vielen Kommunen überhaupt gelingen konnte, dann muss man vor allem feststellen, dass die Möglichkeiten der Kommunen, ihre Aufgaben zu senken, vor allem darin, bestehen, wo die Kürzungen Menschen treffen, die auf die öffentlichen Dienstleistungen angewiesen sind. Genau das kann man auch in vielen Orten in Hessen sehen, wo Bibliotheken und Schwimmbäder geschlossen werden. Auf der anderen Seite leisten diese Kürzungen aber auch kaum einen Beitrag dazu, die Kommunalhaushalte zu sanieren. Denn ob eine Kommune ihren Haushalt ausgleichen kann, hängt ganz wesentlich von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab. Und hier, das muss man sagen, hat sich die Lage für viele Kommunen endlich einigermaßen gebessert. Was aber bleibt, sind die Ergebnisse einer Kürzungspolitik, die vor allem wieder bei den Investitionen ansetzt. So wie die Hessische Landesregierung stolz verkündet, dass man die Investitionen senkt, haben das auch die Kommunen gemacht, und zwar über einen langen Zeitraum. Faktisch hat sich die Investitionsquote der Kommunen in den letzten 20 Jahren in Hessen halbiert. Hier müssten das Land deutlich machen, dass mit dem eingebrachten kommunalen Investitionsprogramm nicht wirklich eine Änderung eintritt. Denn mit einem einmaligen kleinen Programm, nenne ich das mal, wird man sicher nicht das aufholen können, was in den letzten Jahren vernachlässigt wurde. Ganz nebenbei ist aber das kommunale Investitionsprogramm auch ein Eingeständnis der Landesregierung. Und deshalb erwähne ich das hier in dieser Haushaltsdebatte. Es ist das Eingeständnis, dass die Landesregierung bereit ist, Investitionen über Kredite zu finanzieren. An dieser Stelle bröckelt offensichtlich selbst bei Ihnen der Glaube an die Schuldenbremse. Das Ganze funktioniert so, dass es zwar die Kommunen sind, die die Kredite aufnehmen, die Tilgung und Zinsen werden aber zu weiten Teilen vom Land getragen. Kurz gesagt unterscheidet sich diese Konstruktion kaum noch von einer Kreditaufnahme des Landes. Aber ich nehme an, dass das mal zur Kenntnis genommen wird, dass man offenbar grundsätzlich bereit ist, Investitionen auch über Kredite zu finanzieren, so wie das jeder vernünftige Häuslebauer tun würde. Ich bin auch in diesem Rahmen mal gespannt, wie die Beratung in diesem Hause, wir werden ja morgen darüber diskutieren, weiter verlaufen.
Bei diesem Landeshaushalt ist jedenfalls einiges an Musik drin. Wir wissen noch nicht, wie viel Geld wir brauchen bzw. vom Bund bekommen, um Flüchtlinge zu integrieren. Wir sehen eine Landesregierung, die Investitionen kürzt und die Beamten für die Schuldenbremse bluten lässt und dann aber genug Geld hat, um den Geheimdienst des Landes weiter auszubauen. Die politischen Schwerpunkte, mit denen wir uns noch beschäftigen dürfen, geben jedenfalls einiges für eine spannende Beratung her. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege van Ooyen. Als nächster Redner spricht Kollege Hahn von der Fraktion der FDP. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, einige Vorredner haben sich mit dem Thema Schuldenbremse auseinandergesetzt und ich möchte es sehr bewusst an den Anfang des Debattenbeitrages der ersten Lesung für den Haushaltsplan des nächsten Jahres des Landes Hessen für die Freien Demokraten setzen. Ich mache mir schon seit Tagen, wir machen uns schon seit Tagen, vielleicht auch schon seit Wochen Gedanken darüber, wie man es wirklich fertigbringen kann, ein Thema der Nachhaltigkeit, ein Thema der Generationengerechtigkeit, ein Thema, mehrere haben darauf hingewiesen, bei dem 70% unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, übrigens nach einem, ich glaube, einstimmigen Beschluss des Hessischen Landtages, gesagt haben, nein, es darf nicht bei Gegenstimmen der LINKEN, danke, dass Sie sich dazu bekennen, und ich kann mich auch noch erinnern, dass in der Kampagne der Hessische Beamtenbund dagegen war. Aber 70% der Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, ich mache es jetzt einmal sehr plakativ, es ist jetzt einmal gut, dass ihr in der Politik über unsere Verhältnisse lebt. Es ist jetzt einmal gut, dass ihr mehr ausgebt, als ihr einnehmt. Und es ist jetzt einmal gut, dass das, was ihr jetzt verfrühstückt, die nächste Generation durch Zins und Tilgung tragen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wieso eigentlich, und das begann ja gestern schon beim Ministerpräsidenten in seiner Regierungserklärung, wieso eigentlich problematisiert man diese Frage wieder? Ich meine, dass die LINKEN das tun, das ist konsequent. Es ist auch konsequent falsch. Es ist auch konsequent asozial. Es ist auch konsequent gegen einen Generationenvertrag. Aber so sind die LINKEN halt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das müssen wir einfach akzeptieren. Sie wissen, als Sie das erste Mal in dieses Haus gekommen sind, habe ich als damaliger Vorsitzender der FDP-Fraktion Sie mit Voltaire begrüßt. Ich habe gesagt, wir sind 100% anderer Auffassung als Sie, aber Sie haben das Recht, Ihre Meinung hier zu äußern, und dafür werden wir kämpfen. Aber natürlich werden wir Ihnen auch sagen, dass Sie asozial sich dort verhalten, dass Sie sich gegen die Generationengerechtigkeit verhalten, dass Sie sich nicht nachhaltig verhalten, wenn Sie jetzt wieder das Thema Schuldenbremse aufbrechen auf die Tagesordnung setzen. Aber das lassen wir zur Seite. Sie können Ihren Erregungszustand auch wieder reduzieren, weil ich mich überhaupt nicht weiter. Herr Kollege Hahn, es wurde eben angemerkt, dass asozial der falsche Begriff ist. Vielleicht können Sie es in unsozial abändern. Aber wir können ja gerne mal in das Lateinische und Griechische hereinschauen. Dann werden Sie merken, dass es kein falsches Wort ist, sondern dass es aus diesen Sprachen heraus sich genauso entwickelt hat. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da bin ich tiefenentspannt. Da bin ich tiefenentspannt. Ich bin aber nicht tiefenentspannt, wenn gestern bereits der Ministerpräsident damit begonnen hat und heute der hessische Finanzminister es weiter problematisiert. Es könnte doch sein, dass wenn, dann müssten wir die Schuldenbremse aufbrechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, nein, nein. Wir dürfen auf keinen Fall die Schuldenbremse aufbrechen. Wir sind doch verpflichtet dafür, und das macht doch gerade verantwortungsvolle Politik aus, in guten wie in schlechten Zeiten. Das haben wir uns ja vorhin von Herrn Wagner anhören dürfen. In guten wie in schlechten Zeiten uns gesetzeskonform und verfassungskonform zu verhalten. Was soll denn diese Nachfragerei?
Diese Problematisierung, ja, aber da müssen wir doch einmal drüber schauen. Der Finanzminister erklärte, wir hatten das ja schon gestern Abend, in unseren elektronischen Fächern und konnten es nachlesen. Ich war überrascht, als ich es gestern Abend gelesen habe. Ja, wenn ich das, 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 dann besteht die Gefahr, dass wir die Schuldenbremse aufbrechen. Nein, Herr Finanzminister, es ist Ihre Pflicht, und Sie haben darauf den Eid vor diesem Haus geleistet, dass wir uns an die Verfassung des Landes Hessen halten, und danach darf an der Schuldenbremse nicht herumgedoktert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Ihre Verantwortung. Was ist denn das für eine Argumentation? Menschenrechte vor Schuldenbremse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Mentalität, wir geben aus, einfach nur, ohne groß nachzudenken. Wieso kommt denn keiner, Frau Wissler, entspannen Sie sich, ich bin gar nicht bei Ihnen. Ich bin überhaupt nicht bei Ihnen, sondern ich bin bei den anderen hier in diesem Hause, die wenigstens sich dafür ausgesprochen haben, dass wir uns generationengerecht verhalten. Sie haben das ja nicht gemacht. Sie wollen ja einfach Geld drucken, und dann können Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder können dann die Zeche zahlen. Das ist kein liberaler Ansatz, das ist kein menschenwürdiger Ansatz. Deshalb machen wir ihn nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also entspannen Sie sich. Aber wie kommt man denn auf die Idee, in einer Diskussion, die natürlich immer sehr, ja, ich will einmal sagen, diplomatisch geführt werden muss, in die Menschheit herauszurufen, hier geht es gerade Menschenrechte vor Schuldenbremse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Warum heizen Sie denn eigentlich die politische Diskussion noch an? Wollen Sie davon noch irgendetwas parteipolitisch, ein Süppchen kochen vielleicht, dass Sie das so überhöhen in dieser Formulierung Menschenrechte vor Schuldenbremse, meine sehr verehrten Damen und Herren? Die Kontrolle des Staates ist bei dem Thema Flüchtlinge vorhanden. Er hat ja eben gerade zitiert, Kollege van Rooyen, wann man denn überhaupt von einem, ich nenne es jetzt mal wieder untechnisch, Notfall, Notstand reden darf. Das steht herinnen. Vielen Dank. Kontrolle des Staates ist die Situation entzogen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich jetzt nicht lästerlich darüber äußern, weil die Diskussion ist viel zu wichtig, und Florian Rentsch hat das ja für die Vereinigten Demokraten gestern schon getan. Aber die Kontrolle über die Situation, die ist doch in keinster Weise dem Staat entzogen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich auf der Zunge zergehen, was da gesagt wird. Das wäre ja, da könnten wir alle nach Hause gehen. Also, wenn wir mit so einer schwierigen, aber trotzdem doch noch relativ einfachen Sache nicht mehr umgehen können, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sollte sich Politik aber gemeinschaftlich nach Hause begeben und sagen, wir verzichten auf sämtliche Ansprüche, Rentenansprüche, Pensionsansprüche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was für ein Bild wird denn in die Öffentlichkeit heraus kommuniziert? Was soll denn das? Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass es auch Vertreter eben von Grünen, von Sozialdemokraten zugelassen haben, der Ministerpräsident, der Finanzminister, dass überhaupt diese Tür zur Debatte oder das Fenster zur Debatte, wir könnten aber vielleicht die Schuldenbremse doch umgehen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aufmacht. Nein, Ihre erste Aufgabe ist es als Landesregierung. Und da vertraue ich auch auf den Ministerpräsidenten, den ich auch in zahlreichen Gesprächen auf Bundesebene erlebt habe. Ihre erste Aufgabe ist klarzustellen, wer bestellt, bezahlt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, klassischer als die Verhaltensweise der Bundeskanzlerin in der vorvergangenen Woche kann man das Thema, wer bestellt, nicht deutlich machen. Sie hat veranlasst, dass entgegen den Normen, die wir haben, die Grenzen sogar geöffnet worden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn der Bund dieses so veranlasst, dann hat er auch zu 100% die Kosten dafür zu übernehmen. Auch da verstehe ich Ihren Redetext nicht. Auch da verstehe ich, Herr Minister, Ihren Redetext nicht. Es wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man müsste sich darüber unterhalten, wie man die Lasten verteilt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Last der Umsetzung, die Last, den Menschen das zu erklären, das haben die Kommunalpolitiker. Das haben die Bürgermeister und Sozialdezernenten vor Ort. Das müssen die tun. Und ich erlebe das tagtäglich, wenn meine Frau berichtet, was für Lasten das sind. Das sind zeitliche Lasten, das sind auch teilweise ein bisschen kommunale Kosten, und das ist unheimlich viel Menschlichkeit zu vermitteln, damit auf der einen Seite die Flüchtlinge untergebracht sind und sich zufrieden fühlen und auf der anderen Seite die Zivilgesellschaft zufrieden ist und sogar mithilft. Das ist die Leistung der Kommunen. Die Leistung des Landes ist, die Organisation darzustellen.
damit von Erstaufnahme bis hin zur Verteilung alles funktioniert. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aufgabe des Bundes ist es, das zu bezahlen. Das ist doch einfach. Das haben wir in Konnexitätsdiskussionen doch immer wieder geführt. Und ich hatte gestern noch eine alle Parteien übergreifende Diskussion in Langen, wo es unstreitig war von Vertretern des Rechnungshofes über andere, die Leistung Flüchtlingsunterbringung, Betreuung pekuniär abzusichern, ist ausschließlich Aufgabe des Bundes. Und da muss in diese Richtung auch mit aller Macht verhandelt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken, dass ich anders als das bisher üblich ist, in eine Haushaltsdebatte hereingegangen bin. Aber ich habe das Gefühl, diese vielen Spiegelstriche, die wir diskutiert haben und auch noch diskutieren werden, die müssen wir diskutieren. Aber ob wir sie in einer Plenardebatte im Hessischen Landtag so ausführlich diskutieren, ich habe mich dagegen entschieden. Ich will Ihnen zum Zweiten sagen, weil er immer wieder gefragt wurde, und Kollege Kaufmann hat das ja exemplarisch durchgeführt. Herr Kollege Kaufmann, wir kennen ja alle das Wort von Müntefering, der gesagt hat, nicht nur gesagt haben soll, sondern gesagt hat, dass Opposition blöd sei. Sehr gut, ihr habt aufgepasst. Danke. Ja, es waren nicht nur Sozis, wenn ich das mal so sagen darf. Opposition ist Mist, das bestätige ich. Nur bei einem trifft das offensichtlich nicht zu, nämlich bei Frank Kaufmann. Für Frank Kaufmann ist offensichtlich Regieren Mist. Ich habe selten so einen sauertöpfischen, so einen nur sich selbst verteidigenden, ja manchmal Klassiker zitierenden haushaltspolitischen Sprecher der GRÜNEN gehört, wie eben gerade Frank Kaufmann. Und ich kann mich daran erinnern, wie dynamisch Frank Kaufmann, trotz seines ja schon etwas höheren Alters, das darf ich ja als Altersgenosse sagen, hier aufgetreten ist, wenn Oppositionsabgeordneter gewesen ist. Also bei Frank Kaufmann merkt man, für die GRÜNEN in Hessen, jedenfalls für ihren haushaltspolitischen Sprecher, ist nicht Opposition Mist, sondern ist Regieren Mist. Aber das zeigen Sie ja auch in Ihren Taten häufig. Aber Sie haben gefragt, was ist denn so der Vorschlag der Opposition, haben sich dann ausschließlich mit den Sozialdemokraten beschäftigt. Das ist auch Ihr gutes Recht, weil das ist ja so ein bisschen der Trennungsschmerz zwischen den Roten und den GRÜNEN. Ich will Ihnen einmal sagen, was ich bei der Haushaltsrede des Staatsministers und auch im Haushalt, sobald ich ihn schon durchgekämmt habe, vermisse. Konsolidierungsvorschläge für die hessische Landesverwaltung. Konsolidierungsvorschläge für die hessische Landesverwaltung. Ja, ich darf ihn loben. Er ist der Einzige, der das macht, der Thomas Schäfer, indem er in seinem Ressort HBM und HI zusammenlegt. Jetzt will ich nicht darüber diskutieren, dass das gerade erst vor 10 Jahren seiner Mithilfe, damals war er, glaube ich, Büroleiter des Ministerpräsidenten, auseinanderdividiert worden ist. Aber ich habe das Gefühl, die Entscheidung nicht da gewesen. Neu organisiert wurde. Ja, hat er recht, bin ich bei ihm. Bedanke ich mich auch für den Hinweis. Habe ich schon wieder ein bisschen verdrängt. Das ist richtig. Wir haben es anders organisiert, als es vorher war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber zurück. Ich lasse mich ja gerne ablenken, aber habe immer noch den Faden in der Hand. Aber zurück. Es ist die einzige Konsolidierungsmaßnahme im gesamten Haushalt. Ansonsten, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mutlosigkeit beim Weiterschreiben der Verwaltungsstrukturen aus dem letzten Jahrtausend. Das ist die Marschrichtung der Christdemokraten, Entschuldigung, und der GRÜNEN. Mutlosigkeit bei dem Umschalten der Strukturen aus dem letzten Jahrtausend. Und dort, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo in den letzten 5 Jahren Umstrukturierungen vorgenommen worden sind, wie zum Beispiel in der Schulverwaltung, und ich sage bewusst in der Schulverwaltung, werden die wieder rückgängig gemacht. Also allein 2,5 Millionen, das ist eine sehr, sehr vorsichtige Berechnung. Allein 2,5 Millionen werden jetzt zusätzlich
für Verwaltung im Lande Hessen ausgegeben. Das ist doch irgendwie in die falsche Richtung. Das ist doch nicht das, was auch die Bevölkerung von uns erwartet. Ich bin Ihnen ja sehr dankbar, Herr Dr. Schäfer, als Sie gestern, so wurde mir von Frau Beer berichtet, als Sie gestern auf der Veranstaltung der Unternehmer festgestellt haben, dass es einen ehemaligen Kabinettskollegen gegeben habe, der eine Umstrukturierung gewagt und auch durchgeführt hat. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie auf der Regierungsbank sitzen und weiter. Und jetzt? Ja, das habe ich ja schon befürchtet. Aber ist auch egal. Ich will gar nicht problematisieren, sondern ich will nur sagen, und weiter? Wo geht es denn an die weiteren Strukturentscheidungen? Wie ist das denn in der Umweltverwaltung mit dem Nebeneinander der Strukturen? Wie ist das denn in der Sozialverwaltung mit dem Nebeneinander und Übereinander von Strukturen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ist das denn in der Justiz? Da gab es doch Pläne, den Justizvollzugsanstalten anders zu organisieren, günstiger zu machen, effektiver zu machen. Wir lesen in der HNA, war das heute, war das gestern, dass jetzt der Betreuungsschlüssel 12 Bedienstete für 2 Inhaftierte jetzt auf 10 Inhaftierte und 12 Bedienstete erhöht worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo ist denn hier die Umstrukturierung? Da ist ein Stillstand eingetreten, aber vielen Dank, dass Sie mich und damit ja auch die FDP in der Regierungsverantwortung in der vergangenen Legislaturperiode gelobt haben. Man kann Millionen, und zwar im zwei- und dreistelligen Bereich, wenn man es dann aufrechnet, einsparen, wenn man weiter an die Umorganisation dieser Verwaltung geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Jahre 2015 kann man nicht mehr erfolgreich mit den Strukturen des Jahres 1995 agieren. Da muss eine Veränderung durchgeführt werden. Und machen Sie doch endlich bei dem wenigstens weiter, wo liberale Minister es begonnen haben, wenn schon die Schwarzen und die Grünen nicht Mut haben, in ihren eigenen Ressorts damit einmal anzufangen. Ja, wir haben einen, ich bin da eben getadelt worden von Herrn Kaufmann, als er die Zitate der Presseerklärung vorgelegt hat aus der Vorlage dieses Werkes vor der Presse vor den Sommerferien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es mit einem sehr unwuchten System der Ausgaben und der Einnahmen zu tun. 1,4 Milliarden € sind nach Plan die Einnahmen höher. Im Vergleich 2015, 2016. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1,4 Milliarden €. Da könnte man doch auf die Idee kommen, dass man jetzt einmal so kräftig in die Reduzierung der Nettokreditaufnahme geht. Geht man aber nicht. Von den 1,4 Milliarden € werden gerade einmal 142 Millionen €, also 10 % genutzt, um die Nettokreditaufnahme zurückzufahren. Ist das wirklich mutig? Sie merken, eine rein rhetorische Frage. Es ist überhaupt nicht mutig. Es ist auch nicht von dem Gestaltungswillen geprägt, sondern es ist ein Fortschreiben der Situation in der Hoffnung, es wird aber doch noch besser. Und dann lassen Sie sich für die Kollegen, die die groben Hausnummern viel, viel besser auch nutzen können in den Diskussionen, sich einmal zwei Zahlen gegenüberstellen. Im Jahre 2016 wird die Nettokreditaufnahme um 142 Millionen € gesenkt. In den Jahren 2017, 2018, 2019 wird die Nettokreditaufnahme um 588 Millionen € gesenkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also im Jahre 2016 weniger als im Durchschnitt der Jahre 2017, 2018, 2019. Wo ist denn da der Mut? Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade jetzt, wo die Wir haben ja die Steuerzahlen wieder vor einigen Tagen bekommen. Gerade jetzt, wo es sprudelt, da muss man doch darin gehen, Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Und Vorsorge für die Zukunft zu treffen heißt nicht, Rücklagen zu bauen, sondern Vorsorge zu treffen heißt, dass man die Schulden abbaut. Jedenfalls dann, wenn man es kann. Aber Sie machen es nicht. Und ich muss Ihnen sagen, auch wenn ein Großteil meiner Arbeit schon vom Kollegen Schmidt übernommen wurde, bis auf den Hinweis auf die Arbeit der Liberalen, war das ja auch ein fachlich fundierter Vortrag von dir. Ja, aber mit der Bemerkung, na ja, wenn auch mal ein blindes Huhn findet oder wie auch immer, dann
Ach, das habe ich dann falsch verstanden, liebe Kollegen. Dann ärgern wir uns nicht mehr als Liberale darüber, sondern nehmen das als Koalitionsangebot sozusagen bei der Beratung des Haushalts 2016. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz im Ernst, das, was Sie im Straßenbau machen, das ist unverantwortlich. Es hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Es stimmt auch nicht, dass Sie dem Gebot Reparieren vor Neubauen folgen. Die Antwort des Wirtschaftsministers und Verkehrsministers hat ja deutlich gemacht, dass Sie sogar in der Quote der Reparaturerfolge noch geringer liegen als in der Zeit, in der zusätzlich auch noch gebaut worden ist, nämlich unter Dieter Potsch und Florian Rentsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, dass Sie sich trauen, das auch noch zu sagen, das nennt man mit einem jüdischen Wort, was ich aber hier nicht benutzen will. Und darüber hinaus ist ja nicht nur beim Straßenbau die Investition runtergefahren worden, sondern die Bauinvestition insgesamt um 50 Millionen. Ich weiß nicht, was daran nachhaltig sein soll. Also, ich habe immer gelernt, und ich bin überzeugt davon, dass ich auch als Jurist das richtig verstanden habe, dass Investitionen eine Gabe in die Zukunft ist, dass es für die künftigen Generationen etwas bringt. Und da sind Sie stolz darauf, dass Sie 50 Millionen weniger jetzt in die Investitionen hereinbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich mich nicht zu sehr in die Details, die wir alle noch diskutieren müssen, verlieren möchte. Ich möchte Ihnen nur darauf hinweisen, dass neben einer erheblichen Einsparung durch eine endlich zu beginnende Strukturreform der Verwaltung es auch einige Gebiete gibt, wo wir meinen, dass Sie auf der Ausgabenseite ein bisschen zu niedrig es angesetzt haben. Das erste ist das Thema Beamte. Also, Sie müssen einem Liberalen nicht erklären, Herr Staatsminister, dafür waren wir auch viel zu lange Kollegen auf der Regierungsbank, dass auch in diesem Personalbereich Einsparungen durchgeführt werden. Aber die müssen irgendwie intelligenter sein. Die müssen auch irgendwie mit der Verfassung immer im Einklang sein. Es ist ja schön, dass Sie jetzt heute hier vorgetragen haben, dass Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis genommen haben, um auswerten. Herr Kollege Greilich hat das, glaube ich, schon vor einem Jahr gesagt oder vor anderthalb Jahren gesagt, dass das so eine glatte Nullnummer einfach eine Nullnummer ist, aber keine kreative Frage, wie man mit der Besoldung unserer Mitarbeiter und damit natürlich auch mit der Motivation unserer Mitarbeiter umgeht. Dann sagen Sie, 1800 Stellen wären gestrichen. Ja, wo denn? Wie denn? Wann denn? Ich darf ankündigen, dass wir in wenigen Wochen eine Anfrage vorlegen werden, indem wir, weil das haben Sie ja schon mal versprochen, mal eine genaue Auflistung haben möchten, wo denn, wie denn, wann denn. Das ist so eine schöne Zahl, 1800, das ist anonymisiert. Aber irgendwie, ja, das ist ja die nächste Frage dann. Wer macht dann die Arbeit? Fällt die jetzt weg? Und wenn man dann noch eine Stunde mehr arbeiten lassen will, wie soll denn das funktionieren? Meine sehr verehrten Damen und Herren, entweder ist das Weltbild der GRÜNEN, die das jetzt hier offensichtlich eingeführt haben, dass die Beamten im öffentlichen Dienst im Lande Hessen sowieso noch viel zu wenig arbeiten. So kann man ihnen also noch einmal eine Stunde zwar scheinbar dazugeben, aber die, als Freizeit dazugeben, aber die Arbeit wird trotzdem gemacht. Ja, die Logik muss doch da sein, sonst müsst ihr doch mehr Geld einbringen und nicht weniger. Also, das kann alles nicht funktionieren. Ganz zum Schluss. Wir sind uns einig darin, dass dieser Haushalt, so wie er heute eingebracht worden ist, niemals diesen Hessischen Landtag verlassen wird. Und das ist kein Vorwurf an die Landesregierung, sondern das ist eine klare Analyse der jetzigen Situation, die mit Flüchtlingen zu tun hat. Missbrauchen Sie bitte nicht die Flüchtlingsdiskussion, um die Generationengerechtigkeitsdiskussion, die wir in diesem Lande entschieden haben und die das Wort Schuldenbremse trägt, gegeneinander auszuspielen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass wir die nächsten drei Monate nutzen, um gemeinsam bei dem Thema Flüchtlinge eine Lösung zu finden, damit diejenigen, die parteipolitisch Süppchen machen wollen, das sind die Linksaußen wie die Rechtsaußen, damit die keine Chance haben und wir ein weltoffenes, gerechtes, aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch sparsames Hessen künftig haben werden. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schork von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man zum Abschluss der ersten Lesung des Haushalts 2016 sprechen darf, dann hat man einen Vorteil. Viele Dinge, die man ansprechen will, wurden schon ausgeführt, und man hat die Gelegenheit, auf das eine oder andere zu reagieren und dazu Stellung zu nehmen. Die Ausführungen des Kollegen Hahn haben dazu geführt, dass ich einige Dinge, die ich ansprechen wollte, jetzt anders ansprechen muss und auch anders in die Haushaltsrede einsteige. Es liegt mir weit und fern, die Frage der Schuldenbremse mit der Frage der Unterbringung der Flüchtlinge in Zusammenhang zu bringen und dort ein falsches Bild zu stellen. Und da bin ich auch sehr weit von dem, was die Kollegen von der Linke vorgetragen haben, sehr weit entfernt. Aber die Schlussfolgerungen, die der Kollege Hahn in Bezug auf die Position des Ministerpräsidenten, des Finanzministers und auch der CDU gezogen hat, halte ich für nicht korrekt. Deswegen will ich dazu etwas sagen und Sie aus meiner Sicht richtigstellen. In der mittelfristigen Finanzplanung auf der Seite 35, also im Finanzplan Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen, die Drucksache 19-2408. Auf der Seite 35 wird in Bezug auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen ausgeführt. Klar ist freilich schon heute, dass das Land in den kommenden Jahren vor Herausforderungen steht, die sich angesichts begrenzter Konsolidierungs- und Gestaltungsspielräume im Landeshaushalt absehbar kaum bewältigen lassen werden. Jetzt kommt der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang, den der Kollege Hahn angesprochen hat. Vor diesem Hintergrund kommt der Zusage des Bundes, einen dauerhaften und substanziellen Finanzierungsbeitrag zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik zu leisten, eine besondere Bedeutung zu. Ohne eine solche Beteiligung wird das Land den vorgesehenen Abbaupfad für die Nettokreditaufnahme nicht beibehalten können. Was ist an diesem Satz falsch? Und was ist an der Aussage falsch, wenn das Land, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob der Bund sich beteiligen muss und Konnexität und alles, wenn der Bund oder wenn das Land Hessen tatsächlich in dem Worst-Case-Szenario, das auch in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt ist, im Jahr 2017, im Jahr 2018 765 Millionen € mehr aufbringen muss, um der humanitären Aufgabe der Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber nachzukommen, dann stellt sich die Frage, wie wir dies finanzieren und wie wir es finanzieren können. Und dann stellt sich genau die Frage, die der Finanzminister in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt hat. Und ich glaube, dass der Finanzminister damit, ich rede jetzt nur über das Thema Asyl, nur über das Thema Asyl und Flüchtlinge. Ich glaube, dass der Finanzminister damit ein klares Signal, und der Ministerpräsident hat es gestern aufgegriffen, ein klares Signal gesendet hat, die Beteiligung des Bundes
an dieser gesamtstaatlichen Aufgabe ist zwingend erforderlich und notwendig. Und dies meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht einmalig, sondern dauerhaft und strukturell. Das ist das Signal, das von dieser Debatte ausgehen soll, und nicht die Frage, die Schuldenbremse infrage zu stellen und die Hessische Verfassung infrage zu stellen. Nein, wir müssen alles tun, damit wir den Spagat und die Herausforderungen, die vor uns liegen, gemeinsam bewältigen können. Und das heißt, gesamtstaatlich das Thema Flüchtlinge und Asylbewerber und alle damit im Zusammenhang stehenden Fragen gemeinschaftlich Bund, Land und Kommunen zu lösen und gleichzeitig den Verfassungsauftrag der Einhaltung der Schuldenbremse nachzukommen. Das ist die strategische Herausforderung der Politik in den nächsten Jahren. Und ein zweiter Punkt, weil Sie die Mehreinnahmen des Landes angesprochen haben, da gehört zur Wahrheit halt auch dazu, dass von diesen Mehreinnahmen roundabout, ohne es jetzt auf Heller und Pfennig oder auf Euro und Cent zu bemessen, gut 50% schon verteilt sind, ohne dass wir über Frage von Konsolidierung nachdenken. Das gibt den Länderfinanzausgleich. Es gibt den Länderfinanzausgleich. Er hat von 1,4 Milliarden € gesprochen. Wir reden über den Zuwachs bei dem kommunalen Finanzausgleich. Und das sehen Sie in dem Haushalt 2016, die erhöhten Kosten, die bereits eingestellt sind in den Landeshaushalt, können ja in der Größenordnung von 230 Millionen € auch nur durch den Einnahmenzuwachs finanziert werden oder sind in dem Fall durch den Einnahmenzuwachs finanziert. Und in dem Zusammenhang die grundsätzliche Frage der Beteiligung des Bundes, glaube ich, wir uns alle einig sind, will ich auch zu dem Part sagen, was müssen wir im Land in dieser Frage tun und was haben wir auch schon im Haushalt veranschlagt. Ich bin sehr dankbar, Herr Kollege Schmidt, dass Sie ausdrücklich hier dargestellt haben, dass das ein Problem ist und ein Punkt ist. Das gilt dann auch für den Kollegen Hahn und auch für den Kollegen Kaufmann, dass das ein Problem ist, dem wir uns gemeinschaftlich stellen müssen und dass wir so weit als möglich, und das sollte das Ziel sein, dass es gelingt, auch einvernehmlich im Zuge der Haushaltsberatungen regeln. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen will ich es hier ausdrücklich lobend und positiv erwähnen. Und dazu gehört auch, weil es angesprochen wurde, dass wir zu dem stehen, was wir vereinbart haben. Und damit bin ich bei dem Thema Pauschalen. Der Kollege Kaufmann hat die schriftliche Vereinbarung, die wir im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich schriftlich fixiert haben, vorgelesen. Und jetzt nehmen Sie noch mal eins ab. Ich fühle mich dem verpflichtet. Ich habe es nämlich unterschrieben. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir dort eine Lösung hinbekommen. Und Sie wissen, das haben alle gesagt, dass es in dem Bereich im Moment sehr intensive Gespräche gibt, um alle damit im Zusammenhang stehenden Fragen zu regeln und einer Lösung zuzuführen. Und ich bin mir sicher, dass man im Zuge der Haushaltsberatungen, und ich sage es bewusst so offen, dass man im Zuge der Haushaltsberatungen dort zu einer Lösung kommen und spätestens in der dritten Lösung für den Haushalt 2016 die entsprechenden Regelungen treffen und auch finanziell im Haushalt bereitstellen.
Das ist eine klare Vereinbarung. Und wir wollen dies auch so umsetzen. Und all die anderen Punkte, auch das muss man dann vor dem Hintergrund der Diskussion sehen, die zurzeit ja auf Bundesebene läuft. Deswegen habe ich heute Morgen auch die Kurzintervention gemacht. Ist zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht abschließend geregelt, wie hoch die Beteiligung des Bundes ausfällt. Und auch da, glaube ich, ist es gut und klug, wenn man die Verhandlungen abwartet und nicht nur das Ergebnis, das dann verkündet wird, sondern auch die Einzelheiten eines solchen Programms und einer solchen Unterstützung. Es ist halt ein Unterschied, ob ich sage, es gibt, wie es jetzt in der Diskussion ist, den Festbetrag von 3 Milliarden Euro, wie auch immer verteilt, über welche Jahre oder nur einmalig oder über mehrere Jahre kontinuierlich, oder ob es zum Beispiel zu einer Einigung kommt, dass der Bund eine Pauschale pro Flüchtling zahlt. Habe ich, glaube ich, das kann jeder nachvollziehen, völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Und deswegen bin ich auch an dem Punkt froh und dankbar, dass da Konsens besteht und wir deswegen uns auch im Zuge der weiteren Haushaltsberatungen um eine Lösung und die endgültigen Regelungen für den Haushalt 2016 bemühen und das dann auch entsprechend mit den Haushaltsanträgen in den Haushalt einbringen. Und in dem Zusammenhang, weil es für mich dazugehört, neben der Erhöhung der Mittel, die wir in dem Haushalt 2016 jetzt in der Größenordnung von also insgesamt 630 Millionen € veranschlagt haben, will ich darauf hinweisen, dass der Haushaltsentwurf 2016 im Bereich des Innenministeriums bereits 190 neue Stellen für die Regierungspräsidien für den Bereich Asyl vorgesehen hat und auch im Bereich des Finanzministers stehen in der neuen Organisationseinheit Hessisches Immobilienmanagement 8 neue Stellen im Haushalt 2016 für die hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen. Also 198 Stellen im Haushalt neu geschaffen vor dem Hintergrund der neuen Herausforderung der Flüchtlinge und den Problemen, die damit verbunden sind. Zu dem kommunalen Finanzausgleich hat der Kollege Kaufmann sehr ausführlich Stellung genommen. Und ich will in dem Zusammenhang einfach es noch einmal auch hier in der Haushaltsdebatte festhalten, dass der kommunale Finanzausgleich mit über 4,3 Milliarden Euro auf dem Höchststand ist. Und auch darauf hinweisen, dass dieser Höchststand unter anderem dadurch erreicht wird, dass in unserem KFA-Gesetz, in unserer Neuregelung, ein freiwilliger Beitrag des Landes in Form des Stabilitätsansatzes ist, der im Jahr 2016 eine Größenordnung von über 1,1 Milliarden Euro erreicht. Und ansonsten denke ich, können wir auch im Zuge der Haushaltsberatungen über die eine oder andere Facette des kommunalen Finanzausgleichs und der Neuregelung reden, wenn wir Anfang Oktober die tatsächlichen Zahlen kommunenscharf für die Haushaltsplanungen in den Kommunen, in den Kreisen, in den kreisfreien Städten vorliegen haben. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass diese Neuregelung, die wir dort verabschiedet haben, und die im Haushalt 2016 erstmals ihren Niederschlag findet, ein gutes Gesetz ist und am Ende die Kommunen davon profitieren. Eine weitere Bemerkung, die ich dann bei dem einen oder anderen Punkt, den ich noch ansprechen will, auch noch einmal machen werde. Bei den Diskussionen heute und auch in der Vergangenheit ist mir aufgefallen,
dass zwar der eine oder andere, um nicht zu sagen alle, davon sprechen, dass es Konsolidierungsmaßnahmen geben muss, damit man die Netto-Neuverschuldung und das, was bei uns oder was uns in die Verfassung geschrieben wurde, einhalten können. Auffallend ist aber auch, dass bei jedem, und sei er noch so klein, Konsolidierungsschritt, der im Haushalt oder im Haushaltsvollzug oder bei einzelnen Maßnahmen im Haushalt vorgeschlagen und gemacht wird, sofort das Wehklagen anfängt. Herr Kollege Schmidt, ich habe meine Worte mit Bedacht gewählt. Ich habe gesagt, bei fast jedem. Ich habe nicht gesagt, bei allem. Und dann kann man natürlich im Zusammenhang mit den Personalausgaben die Frage diskutieren. Und die müssen und werden wir auch diskutieren. Aber ich sage bei dem Punkt auch sehr deutlich. Und der Kollege van Ooyen hat es ja zitiert aus der mittelfristigen Finanzplanung, was der Finanzminister reingeschrieben hat. Ja, natürlich müssen wir das, was wir dort in dem Bereich geplant haben, vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts jederzeit überprüfen und schauen, ob das verfassungskonform ist. Das ist doch völlig normal. Das ist doch überhaupt nicht zu kritisieren. Und wenn wir dabei feststellen, dass es nicht verfassungskonform ist, müssen wir Änderungen vornehmen. Aber eines ist auch sicher, Herr Kollege van Ooyen. Die Gewerkschaft Verdi ist nicht das Maß aller Dinge. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat Kriterien festgelegt und hat gesagt, unter welchen Voraussetzungen die Beamtenbesoldung hinter der Besoldung der anderen Angehörigen im öffentlichen Dienst zurückbleiben darf und kann. Das hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil gesagt. Er hat gesagt, das sind die Kriterien, und wenn die eingehalten werden, ist es nicht zwingend erforderlich, dass Beamte dieselben Tariferhöhungen bekommen wie die Angestellten im öffentlichen Dienst. Und dann müssen Sie das eben einmal zur Kenntnis nehmen. Und dann ist es in der Frage eben nicht der vorrangige Punkt, welchen Tarifabschluss es mit den Angestellten im öffentlichen Dienst gegeben hat. Und deswegen noch einmal, natürlich werden wir das uns sehr genau angucken und prüfen und die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen. Und ich wiederhole es, die Gewerkschaft Verdi ist in dieser Frage nicht das Maß aller Dinge. Wir sind es auch nicht, Herr Kollege Rudolph. Ja, das nehmen Sie öfter für sich in Anspruch, aber so vermessen wie Sie bin ich persönlich nicht. Und ich komme aus dem Odenwald, und wir wissen, dass wir sehr zurückhaltend sind. So, jetzt lassen Sie mich auf einige andere Punkte eingehen, die, ich glaube, auch von einer gewissen Relevanz sind und die, ich glaube, auch es verdient haben, dass man sie hier in der Haushaltsberatung, weil sie im Haushalt 2016 enthalten sind, auch noch einmal anspricht. Erster Punkt, weil es auch dort den einen oder anderen Kritikpunkt gegeben hat im Bereich des Inneren. Ich will festhalten, dass die 30 Millionen Garantie, die wir für den Brand- und Katastrophenschutz ausgesprochen haben, nach wie vor Gültigkeit hat und sich die entsprechenden Mittel im Haushalt finden. Ich will weiterhin darauf hinweisen, dass wir in diesem Bereich zusätzlich knapp 4 Millionen Euro für Fahrzeugbeschaffungen ausgeben. Und ich will darauf hinweisen, dass wir auch in dem Bereich zusätzliche Mittel für Prävention und Extremismusbekämpfung zur Verfügung stellen, weil die Polizeidienststellen angesprochen wurden. Wenn Sie den Haushaltsplan gesehen haben, dann werden Sie feststellen, dass im Polizeivollzugsbereich
50 neue Stellen geschaffen wurden und dass wir in dem Bereich in den nächsten Jahren 2016 bis 2018 in jedem Jahr Stellenhebungen in der Größenordnung von 100 vornehmen. Und weil es kritisiert worden ist, ja, wir geben auch zusätzliche Mittel für den Verfassungsschutz. Und wenn Sie das kritisieren, Herr Kollege van Ooyen, dann frage ich Sie, wollen Sie es nicht, dass das Land Hessen und der Verfassungsschutz, wie es seine Aufgabe ist, sich um die terroristische Szene, um die Salafisten, den Salafismus und den IS kümmert und guckt, welche Bedrohungen aus diesem Bereich und diesem Milieu für unsere Gesellschaft und unseren Staat ausgehen oder ausgehen können? Wollen Sie nicht, dass die Frage rechtsextremistischer und linksextremistischer Gewalttaten im Fokus der Beobachtung des Staates steht? Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund dieser kurzen Bemerkungen zu den Bedrohungen und den Dingen, die dort anstehen, es nicht verkehrt ist, wenn wir in dem Bereich auch Aktivitäten entwickeln. An anderer Stelle werden wir deswegen, weil wir angeblich nichts und zu wenig tun, ständig kritisiert. Deswegen glaube ich, ist es richtig, dass wir auch dort handeln. Wir haben heute Morgen zwei Stunden im Endeffekt über den Einzelplan 04, also alles, was im Bereich der Bildungs- und Schulpolitik passiert, ausführlich diskutiert. Ich kann hier alle Zahlen und all die Argumente, die heute Morgen vorgetragen wurden, wiederholen. Ich will das aber nicht tun, sondern in dem Bereich schlicht und einfach einige Feststellungen treffen. Wir führen das, was wir uns vorgenommen haben im Koalitionsvertrag, in diesem Bereich konsequent fort. Wir haben gesagt, wir legen ein Ganztagsprogramm, den Pakt für den Nachmittag auf. Wir haben in dem Jahr 2015, 2016 mit den ersten Modellregionen begonnen. Und alle Rückmeldungen, die wir erhalten, sind in dieser Frage positiv. Und wir werden beginnend im Schuljahr 2016/2017 in Frage des Ganztagesprogramms und dem Pakt für den Nachmittag weiter fortfahren. Und wie versprochen, im Laufe der Legislaturperiode allen Schulen, die das wollen, die Möglichkeit einräumen, an diesem Pakt für den Nachmittag teilzunehmen. Dasselbe gilt für den Bereich der Inklusion. Auch dort setzen wir den begonnenen Weg, Stellen für Förderschullehrer in den allgemeinbildenden Schulen zu schaffen und dorthin umzuschichten, konsequent fort. Die entsprechenden Zahlen dazu können Sie in dem Haushalt lesen. Und auch hier an dieser Stelle sage ich sehr deutlich, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir in anderen Bereichen diskutieren, jede auch noch so geringe Umschichtung und Veränderung in dem Lehrerzuweisungserlass führt zu einem Aufschrei. Und alle, die aufschreien, sagen, ich sage dazu, ich rede jetzt nicht über das Thema Asyl, sondern über den normalen Betrieb in Anführungszeichen. Bei jeder Umschichtung wird gefordert, ja, so geht es aber nicht. Wir brauchen neue Stellen. Was ich vermisse, ist bei all denen, die sagen, wir brauchen einen kräftigen Schluck aus der Pulle und wir müssen dort nachbessern und wir brauchen neue Stellen. Ich habe nicht
gehört, wo die denn herkommen sollen und wie sie finanziert werden sollen, ohne gegen unsere grundsätzliche Haushaltspolitik zu verstoßen. Die Antwort sind einige in diesem Raum schuldig. Ja, dann machen Sie einmal Ihre konkreten Vorschläge und sagen, wo und wie Sie konkret konsolidieren und umschichten, um zusätzliche Stellen für Ihre Forderungen in welchem Bereich auch immer zu schaffen. Wir haben im Haushalt ein neues Förderprodukt. Auch das will ich ansprechen, weil es am Ende auch in meinem Bereich, in dem örtlichen und Zuständigkeitsbereich ist. Ein Programm aufgelegt, Schallschutz und Klimatisierung für Grundschulen in stark fluglärmbelasteten Gebieten, mit einem Volumen von 5,6 Millionen €. Auch da sage ich, Sie sehen, dass wir aus den Ergebnissen der ersten Teilergebnissen der NORA-Studie die Konsequenzen ziehen und handeln. Wir haben, auch das ist ein neues Förderprodukt, im Bereich des Wirtschafts- und Verkehrsministers 2 Millionen € für Lärmschutz an Schienenstrecken im Mittelrheintal zur Verfügung gestellt. Ich glaube, vor dem Hintergrund aller Diskussionen, die wir im Zusammenhang mit Lärmminderung und Lärmschutz führen, sind das zwei Maßnahmen, die sinnvoll und gut sind. Zu dem Thema Straßenbau hat der Kollege Schmidt gefordert oder gesagt, eigentlich brauchen wir 2 Milliarden € mehr. Eigentlich brauchen wir 2 Milliarden € mehr. Wörtliches Zitat. Das haben Sie gesagt. Sagen Sie uns aber auch, wie viel Sie zusätzlich im Jahr 2016 in den Haushalt einstellen wollen, und sagen Sie uns auch, wie Sie finanziert werden. Wir haben 90 Millionen € bereitgestellt. Das sind 6 Millionen € mehr als ursprünglich geplant. Und wir haben auch die 40 Millionen € Planungskosten wieder bereitgestellt, um sicherzustellen, dass die Mittel aus den Bundesprogrammen, die uns zur Verfügung stehen und für den Straßenbau in Hessen vorgesehen sind, auch nach den entsprechenden Planungen vernünftig und ordentlich abgerufen werden können. Das ist vernünftig und auch angesichts der Haushaltslage ein Betrag, der sich durchaus sehen lässt. Zum Schluss, einige Punkte bereits angesprochen wurden, sei es eine neue Hochschule, der Hessische Hochschulpakt, über den hier schon gesprochen wurde, will ich zusammenfassend festhalten. Der Haushalt 2016, der heute in erster Lesung eingebracht wurde, ist die konsequente Fortschreibung der Umsetzung des Regierungsprogramms und der Koalitionsvereinbarung von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Er enthält politische Schwerpunktsetzungen bei konsequenter Haushaltskonsolidierung und gleichzeitiger Bewältigung von neuen Herausforderungen. Das ist die Politik, die Schwarz und Grün in diesem Lande machen. Wir laden Sie alle dazu ein, mit uns konstruktiv die weiteren Beratungen des Haushalts 2016 zu führen, damit wir dort zu einem guten und endgültigen Abschluss kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die erste Lesung des Haushalts vollzogen. Wir überweisen die erste Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Haushaltsausschuss. Dem widerspricht keiner. Ist das so beschlossen?
Mit dazu nehmen wir den Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2015 bis 2019, Drucksache 19 /24 und 8, auch in den Haushaltsausschuss zur weiteren Beratung. Damit ist das auch beschlossen.